Hallo und herzlich willkommen bei den White Russians. Erstmal, was ist das hier? Etwas, wofür ich mich in einem Jahr definitiv ganz fürchterlich schämen werde. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wir sind ein Podcast von unserer wunderbaren Shadowrun 5-Runde. Und inspiriert zu dem Ganzen sind wir durch Plüschgranate und Hidden Grid geworden. Zwei wunderbare Gruppen, die sich auch dafür entschieden haben, ihre Rollenspielrunden aufzunehmen. Und wir haben uns das Ganze angehört und fanden das ziemlich witzig und dachten, yo, das wird lustig. Wir sind eine ziemliche Spaßrunde, das werdet ihr wahrscheinlich noch merken. Also actionlastiges, High-Profile-Rollenspiel Rollenspiel werdet ihr wahrscheinlich vielleicht kriegen, aber auf jeden Fall keine High-Profile-Runs und was weiß ich nicht was. Wir machen einfach irgendwie unseren Kram, haben eine ganze Menge Spaß dabei. Ihr dürft dabei zuhören, wenn ihr wollt und euch darüber aufregen, wenn ihr wollt oder es lustig finden. Finde ich auch gut. Wir spielen in Moskau im Jahre 2080. Und wie ihr sicherlich schon mitgekriegt habt, aus dem, was ich gerade erzählt habe, unsere Charaktere sind noch keine Runner, sind irgendwie dabei, welche zu werden, eigentlich mehr schlecht als recht, stolpern eigentlich überall rein, zumindest bis jetzt. Und das ist relativ lustig. Wir haben schon vor ein paar Spielabenden angefangen, haben quasi für uns mal so ein kleines Intro gemacht, haben uns, weil wir dann erstmal so ein bisschen testen mussten, wie läuft denn das eigentlich alles und klappt das alles, und haben auch schon ein paar Probeaufnahmen, aber wollen jetzt quasi mit euch zusammen einsteigen in die in unsere eigentliche Geschichte. Und ja, was dazu noch zu sagen wäre, ist, wie ihr schon mitgekriegt habt, wir labern eine ganze Menge Scheiße. Das bedeutet, wir machen über so ziemlich alles und jeden Witze, gehören aber keiner jedweden gearteten, irgendwie gearteten Gruppierung an, wollen hier keinerlei Stimmungsmache verbreiten und niemanden beleidigen, diskriminieren oder sonst irgendwas. Wir sind weder Sexisten noch Rassisten noch irgendwas anderes, aber wir machen halt eine ganze Menge Witze. Plus, wir spielen in einem Setting, das natürlich geprägt ist von Vorurteilen, von Gewalt, von expliziteren Themen, was auch immer, wie wir das beschreiben. Also Sex, Gewalt, Drogen, alles Mögliche. Kinders, wenn ihr zuhört, wenn euch irgendwas unklar ist, fragt am besten nicht eure Eltern, die lügen euch sowieso nur an und erzählen Scheiße. Lasst euch von euren Kumpels aufklären, die wissen Bescheid. Ich glaube, jetzt habe ich genug geredet. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei White Russian. Was wir hier machen, haben wir jetzt euch schon erklärt. Und um die Sache einfach mal in Gang zu bringen, würde ich vorschlagen, dass die Spieler sich jetzt beziehungsweise ihre Charaktere kurz beschreiben. Und wir fangen natürlich mit der Lady an. Und es gibt keine Lady außer der Foxy Lady. Scheiße, das bin ich. Ja, hallo, ich bin Dyslexie, ich spiele die Sibylle aka Foxy Lady, Technomancer Tranny, also kein Crossgender, bunte Persönlichkeit und ja, ich glaube, das reicht auch schon, ne? Ja, vielleicht mal eine Aussehensbeschreibung, Junge. Ach, außerdem kann garantiert nicht jeder was mit dem Begriff Tranny anfangen, du. Tranny, Transvestit, ich bin geschlechtsumgewandelt, halb durch die Operation durch, das heißt, ich habe Brüste, aber einen Sack und der Glockenstrang gehört auch dazu. Ja, das ist, und momentan ist Sibylle gerade blond, dickbusig natürlich, wie das sich auch gehört, weil ich habe kein Privatleben und damit muss ich eine dickbusige Blondine spielen. Titan. Oh, genau, und ich glaube, was soll ich noch sagen? Soll ich diese Charakterwerte vorlesen? Nee, oder? Nee, du sollst auf jeden Fall nochmal sagen, dass sie dauernd einen Pelz trägt, weil das Ziel hat. Ja, das hast du ja jetzt gerade gesagt, dass sie dauernd Pelz trägt, ja. Leute, wir müssen das gleich nochmal machen, wenn ihr euch zusammenreißt. Also jetzt hier, Flummi macht es besser, bitte. Ja, bitte. Was, so hohe Erwartungen an mich, den werde ich doch gar nicht gerecht. Ja, kabäm. Ich spiele Jojo. Jojo ist ein Ding, ein buntes Ding, ein buntes, aufgedrehtes Ding. Enorm von ungefähr 1 Meter, nein, ziemlich genau, sogar 1,47 Meter Größe. Ich hab's ausgewürfelt, ganz großartige Sache. Und sie ist bunt.
Sie ist flippig, sie ist, kann nie still sitzen, egal was sie tut. Sie spielt immer mit ihrem Jojo rum, der Name ist Programm. Oder nervt irgendwelche Leute, weil sie ständig durch die Gegend rennt oder hibbelig ist oder irgendwie sowas. Leicht Hyperaktivität, ahoi. Und ja, ihre Klamotten sind ja ziemlich gewöhnungsbedürftig, zumindest für Leute, die die auf unifarbene Sachen stehen. Sie hat Dreads, Glasfaser-Dreads, wunderbare Sache. Man kann sie in allen möglichen Formen, Farben und wie auch immer einstellen, wie man gerade Bock hat. Das heißt, manchmal blinken sie, manchmal sind sie egal, Wurst, ich halte mich viel zu sehr mit Blödsinn auf. Habe ich irgendwas vergessen? Außer, dass sie hibbelig und ständig gut drauf ist. Eigentlich, sie lacht fast immer. Genau. Dann, ich wurde gerade netterweise darauf hingewiesen, dass ich was vergessen habe. Ja, genau. Sie ist so ein kleines Glückskind. Das heißt, sie ist so derjenige, der irgendwie stolpert, auf den Mond guckt und dann einen 50-Euro-Schein findet. Also bei SR5 nicht mehr so sehr, aber so ungefähr irgendwie so kleine glückliche Zufälle, die halt immer mal wieder passieren. Ganz tolle Sache. Und außerdem hat sie ein relativ großes und auch zumindest im Sommer auffälliges Tattoo auf dem Oberarm, das zumindest von Kennern vielleicht als Gang-Tattoo erkannt werden könnte. Wenn ihr irgendwann mal genauer wissen wollt, wie sie aussieht, wir haben auf unserer Webseite einen wunderbaren Link. Da kann man sich das Bild angucken. Jo, der Name Jojo. Wie gesagt, der Name ist Programm. Sie hat tatsächlich ein Jojo, kann mit den Dingen auch relativ gut umgehen. Und jetzt höre ich auf zu reden, damit die anderen wenigstens mal was sagen können, weil ich sowieso immer viel zu viel rede. Frauen halt. Ich wollte gerade sagen, meine Festplatte ist gleich voll. Was erwartest du? Was hast denn du für eine Festplatte, Mann? Ein Terabyte. Das ist ja gar nichts. Nee, nicht wenn das Flummi anfängt zu reden. Gut. Aber dafür gibt's ja Buttplugs. So, weiter jetzt. Ja, genau. Ich musste das Wort leider heute einfach. Ich musste das Wort heute nochmal erwähnen, weil wir es bis jetzt jeden Spielabend irgendwie mal erwähnt haben. Deswegen musste das jetzt auch sein. Einfach mal völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Buttplugs, super Sache. Kann man auch schön mit schlafen. Damit die Leute auch erstmal wissen, was wir überhaupt drauf sind. Ich meine, es ist ja wichtig. Ich sag nicht ganz unrecht. Jetzt lass doch mal den Quintau sprechen, ihr Penner. Ich wollte gerade sagen, da ich ja mit zwei Frauen spiele, weil der eine tut so, als wäre eine Frau, die andere ist eine Frau, komme ich nicht ans Labern. Das liegt selbst an dir. Setz dich mal durch, du Lusche. Genau. Ich bin der Quinta und spiele den Stefan Romanov. Ich bin ein Ork. Sprich, grüne Haut, kurze schwarze Haare, etwas zu kräftig gebaut, ja, laufe die ganze Zeit mit einer Art Jumpsuit rum oder etwas ähnlich bequemen. Hauptsache, man kann damit gut basteln. Ja, ich bin die einzig mehr oder weniger normale Person hier. Wer es glaubt. Genau. Versuche mich bei diesen beiden Plappermäulern irgendwie reinzumischen. Nein, so viel laber ich nicht. Abgesehen davon warst du eine lange, lange Zeit als also mit menschlichem Aussehen unterwegs und auch dem menschlichen Metatyp angehörig und durfte da auch Rettungssanitäter spielen. Als er dann irgendwie zum Ork wurde, wurde er direkt rausgemobbt und ist dann halt arbeitslos durch die Gegend gestriffen. Ich dachte, unsere Backstory, es kommt dann so in folgenden Episoden. Du Spoiler. Ja, weiß ich nicht, das ist doof, wenn ich mich drauf beziehe und keiner weiß, warum, ist auch scheiße, weißt du? Dann kommst du doch aber raus, wenn du dich drauf beziehst. Ja, aber das ist doch... Nee, das macht man nicht. Das macht man so, dass ich einfach alles erzähle und ihr wundert euch dann gegenseitig. Das passt schon. Das heißt, wir lehnen uns jetzt in unseren Sesseln zurück und hören dir beim Sprechen zu. Ich bin auf dem Bett. Im Pelz. Im... Ekelhaft. Ekelhaft. Gut, da wir schon eine Weile gespielt haben, werde ich kurz die Ereignisse zusammenfassen. Es ist ja immerhin schon der 7. Spielabend. Und ich, Leute, ne, ich habe das sogar geskriptet und jetzt werdet ihr feststellen, dass ich nicht lesen kann. Das ist natürlich auch schlecht. Also, pass auf. Legasthenie.
Sichi. Während Stefan einige Touren für die Falcons, also die Gang, bei der er Anwärter ist, fuhr, hatten Jojo und Foxy eine Menge Spaß. Vor allen Dingen Silvester. Die beiden zogen breit wie eine Schrankwand durch Moskau und mussten am nächsten Tag erstmal rekonstruieren, was sie eigentlich alles so für eine Scheiße abgezogen hatten. Am Ende war die Sache zwar gar nicht so wild, aber durch einige unglückliche Zufälle und den Kontakt zu einer sehr dummen Kleinkriminellen gerieten beide in das Visier eines korrupten und ziemlich abgefuckten Bullen, nämlich Josil Smirnov. Da er mit einigen unangenehmen Informationen bezüglich Foxys Vergangenheit Druck ausübte, beschlossen Jojo und Billy kurzerhand bei der Polizei einzubrechen und herauszufinden, was er wirklich gegen sie in der Hand hatte. Da Stefan zu diesem Zeitpunkt auch wieder von seinen Touren zurück war und sie sowohl einen guten Fahrer als auch ein menschliches Schutzschild brauchten, wurde er kurzerhand animiert, bei der Aktion mitzumachen. Klappte ziemlich schnell, denn er steht auf Brüste. Allerdings verließen sich die drei bei ihrem Einbruch auf die Ablenkung eines Typens mit dem Namen Gunfist, was eigentlich schon alles sagen sollte, und der offenbar in das gleiche Gebäude wollte. Da seine Methoden allerdings nicht so sonderlich subtil waren, entkamen die drei nur mit Ach und Krach. Außerdem schien Jojos Datenbuchsenimplantat absolut nicht in Ordnung, weswegen man wohl vielleicht mal irgendwann einen Doc aufsuchen sollte. Also ich meine, muss man nicht, aber wenn man irgendwie Metall im Hirn hat und das spielt verrückt, macht sich vielleicht gar nicht so gut. Naja, immerhin bekamen die drei bei der Aktion wenigstens die Daten von der Polizeidienststelle, die sie wollten. Und es stellte sich heraus, dass der Bulle, also Josil Smirnov, nichts gegen sie in der Hand hatte. Aber es war von einem Mann namens Blossom die Rede, der diesen Typen sogar angezeigt hatte. Und dieser Mann wurde auch von besagtem Gunfist erwähnt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die drei direkt nach der Aktion mit viel Geschrei und viel Brumm-Brumm und viel Trara und auch einigen kleinen Explosionen, an denen sie natürlich überhaupt keine Schuld hatten, unterwegs, einfach mal zum Untertauchen oder nach Hause. Das müsst ihr übrigens jetzt entscheiden. Also geskriptet war das jetzt, ja? Hätt's mal gesprochen. Ja, es war so halb geskriptet, aber wenn ich lese, klingt auch scheiße. Boah. Mir jetzt auch bewusst geworden. Gut. Du bist kein guter Märchenonkel. Auf jeden Fall, viele Explosionen und zu der unterstellten Sachen. Unglaublich. Okay. Ich habe eine Drohne gelandet und ich habe eine Drohne runtergejagt eigentlich, ne? Das... Ja, und sie ist inmitten von zwei Motorrädern explodiert, falls ihr euch entsinnt. Oh ja, da war was mit den Motorrädern. Meine eigentliche Idee war ja, die zu holen, aber naja. Ja, Hase. Hase! Weiter geht's. Hase! So, ich finde das total asozial, dass du das rausschneiden willst, wie die scheiß Informatiker nicht mit dem doofen Teamspeak zurechtkommen. Das finde ich eigentlich das echt asozial. Nee, ganz ehrlich. Also das ich will meine Zeit hier nicht groß verschwenden, zu sagen, dass die Software einfach scheiße ist, weil sie von Deutschen entwickelt wurde. Hey, unser ganze Ding ist Zeitverschwendung, hallo? Richtig, los geht's. Soll ich wirklich mit euch abgeben? Ja, du hast ja sonst keine Freunde. Touché. Und Quinter möchte nicht nur die ganze Zeit wichsen, also von dem her passt das dann. Das musste jetzt auch nochmal angebracht werden. Ich wollte gerade sagen, irgendjemand muss es jetzt bringen. Eigentlich dachte ich, dass ich es wäre, aber okay. Okay. Ja, du brauchst ja keinen Fame abzuhaschen, dass du die ganze Zeit am Wichsen bist hier. Ich ja nicht so. Die ganze Zeit, nein. Also ständig. Gut. Also, jetzt gerade. Ich wollte schon sagen, Bruno ist der Wackelheini. Wackelheini? Sie. Also, sie, Senior. Gut, sie kann weitergehen. Ja. Ich muss mir noch eine schöne Stimme für meinen Ork ausdenken. Ach, das ist so schön. Na, das geht schon. Am besten eine, die du auch durchhältst. Richtig, aber das kommt bestimmt mit der Zeit. Wie wär's denn, wenn er eine Fistelstimme hat? Nee. Großartig. Nee, weil zum einen verknote ich mir dadurch die Zunge, zum anderen hört sie ja scheiße an, vor allem in der Aufnahme. Na und? Kannst du dir vorstellen, Ogreboy hätte total, der einfach nur, der schlägt auf wie ein 2,50 Meter Hühne und dann sagt er, Hallo! Das nichts tat gar nicht wegen den Ohren. Ogi ist mein Freund. Nee, ich dachte, da gehen wir jetzt auch vor allem hin zum Untertauchen für die nächsten 2 Tage. Zu Ogi? Ja, und Quinta und ich versuchen, also beziehungsweise Stefan und Sibylle versuchen, Jojo einzubauen. Hä? Macht nichts. Schon okay. Ah, ich bin schwer vom Begriff, das ist immer gut. Richtig. Ich glaube, das sind Dinge, die... Oh, jetzt habe ich es verstanden. Yay! Okay.
Wollten wir nicht weiterspielen? Ich wollte deinen Uterus nicht weiter referenzieren, das wäre zu einfach gewesen. Das wäre tatsächlich zu einfach gewesen. Mensch, lass die Roofies mal raus. Raus, raus. Also wenn ihr einen in den Uterus einbauen wollt, ne? Da müssen wir auf jeden Fall würfeln, weil sie hat ein Anti-Schwangerschaftsimplantat. Die Firewall von dem Implantat zählt dann. Genau, hat das Wireless, hat das einen Bonus? Ich hack dir deine Möse, Junge. Nee, Frau. Ja, auch das, meinetwegen. Okay, ich hab da tatsächlich mechanischer gedacht und deswegen dachte ich, das tut echt weh, aber gut. Kommen wir zum... Aua! Ja, siehste! Ist doch für euch nicht angenehm. Nee, ich glaube, du möchtest da nichts Mechanisches drin haben. Behaupte ich jetzt einfach mal. Nee, ich glaube, er hat nicht verstanden, was sie meinte, aber das ist völlig irrelevant. Besser ist das. Apropos Mechanik. Da wir noch im Auto sitzen, würde Stefan aufs Gaspedal drücken. Man möchte ja von dieser Schreckensszene weg, die wir da mehr oder weniger hinterlassen haben. Wo wollten wir eigentlich hin? Billy wollte zu Valeria, oder? Billy hat sich erstmal rebootet und sitzt momentan zitternd auf der Rückbank und verdaut erstmal gerade, dass sie was sie gesehen hat. Du meinst den Blutflecken, der mal die Wachfrau war an der Wand? Die habe ich ja nur durch die AR gesehen und von dem her nehme ich es nicht an die vorbei, ne? Erstens, du hast einen übelsten Leck. Genau. Zweitens, du hast sehr wohl die Wachfrau gesehen, denn ihr seid zur Vordertür raus und da wurde sie über den Haufen geschossen. Ja, Gehirn an der Scheibe, ja, Blut, auch Knochen. Zusätzlich hattest du über den AR-Feed den Typen, der von einem Seil runtergeschossen wurde, was irgendwie in, weiß ich nicht, das war der sechste Stock, also sechster Stock Höhe runtergefallen ist. Gut, dass Stefan, der ja Krankenwagenfahrer ist, war, sowas gewohnt ist, also so ein Anblick unter Umständen. Ja, Moment, hast du noch Schwangere gefahren die ganze Zeit. Ich wollte schon sagen, ich glaube, sowas bist du nicht gewöhnt, aber gut. Nicht mit den, Waffenfertigkeiten, die er besitzt. Egal. Wo waren wir stehen geblieben? Dass wir immer noch am Fahren sind und genau. Irgendwo hin. Und zwar, ich glaube, da das dein Auto ist, in dem wir sitzen, würde ich sogar zurückfahren zur Jojo. Nein, wir fahren nicht zu mir. Ey, sag mal, was hast du da noch für einen Scheiß Hallo? Schalt mal das scheiß Navi um. Dann sag Ziel. Ja, keine Ahnung. Ogaboy, fahr zu Ogaboy. Nein, wir fahren jetzt nicht zu Ogi, bist du bekloppt? Wieso, der bestimmt mein Ziel? Nein, wir fahren nicht zu Ogi. Hallo, glaubst du, ich ziehe jetzt Ogi damit rein in die ganze Scheiße oder was? Bist du völlig irre? Niemand zieht Ogi damit rein. Zu Valeria können wir auch nicht. Dann telefonieren wir jetzt gleich erstmal irgendwie, gucken, wo wir hinkommen und fahren auf irgendeinen scheiß Parkplatz oder sowas und stellen das Auto da ab und gucken mal, was da jetzt geht. Außerdem habe ich Hunger. Habt ihr auch so einen Hunger? Du hast doch erst gegessen. Ich wollte gerade sagen, wir waren in einem Stuffer-Check bereits. Ah nee, das war ein Tag eher. Nee, da war es nicht, aber das ist auch egal. Doch, war es wohl. Egal, ich habe Hunger. War es nicht, wir sind vom Stuffer-Check zu diesem anderen... Nee, stimmt gar nicht, warte. Ja, du hast recheck. Du brauchst nicht jetzt zu... Stuffer-Check. Ich gebe den nächstbesten Stuffer-Check ein, so. Du musst gar nichts eingeben. Ich dachte, du fährst selbst, du Affenkind. Das auch, aber... Affenkind hast du... Autsch, das ist unser Fahrer, benimm dich... Was? Wieso? Soll ich mich mit... Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Warum bist du so blass? Ich weiß nicht, mir ist nicht gut. Warum ist dir nicht gut? Sollen wir anhalten? Musst du kotzen? Ich glaube, schnell. Musst du jetzt... Halt an! Fucking hell. Halt ja, an! Niemand kotzt halt mir das scheiß Auto voll! Ja, die abrupte Bremsbewegung gibt Billy auf jeden Fall den Rest, aber sie kriegt die Tür noch aus, sodass sie sich dezent und akkurat auf den Gehweg übergeben kann. Oh, kannst du mal die Haare bitte weghalten aus dem Gesicht? Oh Gott. Oh. Jojo hält dir die Haare aus dem Gesicht. Das muss Liebe sein. Dank dir. Oh, ich brauche Wasser oder sowas. Ich weiß, oh Gott. Entschuldigung. Wasser. Ich hab kein Wasser. Was? Stell dich nicht so an, auf Frauen kotzen mal. Ich habe gerade kein Wasser da, aber da vorne ist jemand. Warte mal. Jojo steigt aus dem Auto auf der anderen Seite. Hallo? Ja.
was ist denn mit dir kaputt? Hast du vielleicht irgendein Kaugummi oder sowas? Es wäre voll gut. Nein, Kaugummi oder ein Bonbon oder irgendwie so ein Scheiß halt. Irgendwas musst du doch bestimmt da haben. Der Typ, den du angesprochen hast, kramt, durchwühlt seine Taschen. Es kommt ein Taschentuch, ziemlich vollgerotzt zum Vorschein. Irgendwelche Pillen. Sieht aus wie irgendein Schmerzmittel. Eine Ratte. Ihr wisst schon, dass ihr gerade in dem D-Gebiet gehalten habt, ne? Das ist mir egal. Er wühlt noch weiter. Er scheint nicht irgendwie ein Kaugummi zu haben und er schwankt ziemlich. Du scheinst sowas nicht zu haben. Scheiße, du hast sowas nicht. Willst du einen Schluck Wodka? Nee, ich will keinen Wodka jetzt. Okay, warte, gib mal, bitte. Ich bring's dir gleich wieder, wirklich. Na klar. Voll gut. Er greift in seinen Mantel, holt eine kleine Flasche Wodka raus. Sie nimmt ihm die Flasche aus der Hand und hüpft damit zu Billy oder läuft damit zu Billy und gibt ihr das. Hier zum Mutterspülen. Wohlgemerkt ausspielen, das Zeug will ich nicht saufen. Was ist das denn jetzt? Na, Wodka. Zum Mund ausspülen. Oh Gott. Ja, nur zum Mund ausspülen. Okay, warte. Puh. Supi, danke. Warte, warum bedanke ich mich jetzt? Egal, sie läuft zurück und gibt dem Typen die Flasche zurück. Voll gut. Danke. Oh, Wodka, danke. Ich hab meine Flasche schon gesucht. Oh, bist du eine gute. Gibst du mir Wodka, bist du eine gute Frau. Er scheint sich nicht mal wieder zu kennen, ne? Ich hab schließlich gelernt, wie man sich benimmt. Okay, voll gut. Danke. Bis dann. Viel Spaß noch. Und leg dich nicht da hinten in den Hauseingang. Nein, nicht da hinten hin. Sie zeigt auf irgendwie so einen Hauseingang. Da hat jemand hingepinkelt und geht zurück zum Auto. Danke schön, aber bist eine gute. Er dreht sich um, visiert einen Hauseingang an, in den auch jemand reingepinkelt hat und begibt sich dahin. So wie der Typ aussieht, hat er in beide Hauseingänge gepisst, von daher. So, wohin fahren wir jetzt? Stuffercheck. Wow. Ach ja, aber genau, weil ich Hunger hatte. Essen. Erstmal wieder runterkommen. Wovon? Also vom Adrenalin, okay, aber wovon sonst noch? Also. Ja, hast du die Sibyl mal angeguckt? Hast du Hunger, Billy? Oh Gott, bloß nichts essen, bitte. Oh Gott. Okay, kein Essen für Billy. Wo fahren wir denn jetzt hin? Also ich weiß nicht, vielleicht, also ich wüsste jetzt, wo ich hin kann, aber ich weiß nicht, ob ich euch damit hinnehmen kann. Deswegen kommst du noch bei Billy, du kannst Valeria vielleicht mal anrufen, vielleicht kommst du ja irgendwie bei ihr unter oder sie hat eine Idee, wo du hin kannst oder sowas. Wie wär's damit? Ich kann nicht ohne euch sein. Jetzt geht ihr, könnt mich alleine lassen. Nee, darum geht's nicht. Aber wenn sie was weiß, wo wir gleich hin können, dann können wir da vielleicht wenigstens zusammen hinfahren oder sowas, weißt du? Wenn ich irgendeinen Scheiß gebaut habe, weiß ich hier, wo Wally mich hinschickt. Die schickt mich zu den Falcons, garantiert. Ja, und? Na, warte. Ich glaube, ich habe vielleicht das eine oder andere versteckt, wo man hin könnte. Ja, wo ist denn... Warte. Falcons ist gar nicht so blöd. Aber das soll Wally mal klar machen. Nachricht geht an Valeria raus. Und Content der Nachricht ist, ich habe Scheiße am Trümmel und muss für eine Woche weg untertauchen. Hast du irgendwelche Ideen? Valeria, deine befreundete Puffmutti. Mensch, sowas müsst ihr dazu sagen, Leute. Ja, dafür haben wir dich doch. Du bist doch der Geschichtenerzähler hier. Ey, deine Mutter ist der Geschichtenerzähler. Ich bin bloß egal. Stimmt. Auf jeden Fall, Valeria, deine Puffmutti, die gute. Link, Bild auch bald vermutlich auf der Homepage. In jedem Fall, jetzt ist es um 3, antwortet nicht. Kein Anruf unter dieser Nummer. Nachricht geht an Boris raus. Boris, wo ist Wally? Die war heute ziemlich müde, vermutlich ist sie schon pennen, kommt nach 5 Minuten zurück.
Soll ich sie wecken? Möchte ich wissen, wie spät es ist? Circa 3:30 oder sowas. Boris, ich hab Mist gebaut. Ich brauch irgendwo, wo ich unterschlupfen kann. Schätzt du am besten ab, ob du sie wecken kannst oder nicht. Ich möchte sie nicht anpissen. Vögelchen, natürlich wecke ich sie für dich. Komm zurück. 5 Minuten später, nachdem du auch wirklich die letzten Reste von Kotze aus deinem Mund irgendwie von den Zähnen abgekratzt hast, ruft Valeria auch an. Foxy, Hi Vali, es tut mir leid. Tut mir echt leid, dass ich dich wach mache. Ja, ich weiß aber nicht, wohin. Im Normalfall, Schätzchen, bin ich doch um die Uhrzeit noch wach. Ist doch überhaupt kein Problem. Boris schien irgendwie... er schien irgendwie aufgeregt. Was ist jetzt los? Ich kann dir keine Details jetzt gerade nennen. Ich muss nur irgendwie runter von der Straße weg. Und ich weiß nicht, ob du irgendjemand weißt, der mich für eine Woche aufnehmen kann. Oh, das klingt vom Radar. Ernst, aber ich hab dir doch die Nummer von dem Anwalt gegeben. Wenn mit dem Bullen noch irgendwas ist, dann melde ich doch bei dem. Ich erkläre es dir die Tage, ich kann es dir jetzt nicht sagen. Okay, ich weiß nur, dass ich hier von der Straße runter muss, aus dem Radar raus. Dann wäre vermutlich Joffrey nur bei den Falcons ganz gut. Da muss ich was absprechen, das dauert vielleicht ein bisschen. Bist du alleine? Nee, ich hab noch zwei Kollegen mit mir. Mädel und Ork. Na, ich weiß nicht, ob ich die bei den Falcons unterbringen kann. Ork noch. Also ich will eigentlich die nicht sind... für irgendwelche Fremden meine Hand da ins Feuer legen. Die beiden, sag einfach zu denen, dass es Stevan und Jojo sind. Die Falcons kennen die auch. Jojo, war das nicht die Kleine, mit der du im Spa warst? Genau, die kleine Süße. Ach, das Püppchen. Ja, okay, wenn die kennen, dann gebe ich das so weiter. Vielleicht dauert eine halbe Stunde und dann schicke ich den Adresse. Warte mal, Hase, warte mal. Jojo, wie heißt denn der Typ, die Type, die du kennst bei den Falcons? Was? Ich kenne die meisten von denen. Wie heißt denn da ein was Großes? Was denn? Also, für mich brauchst du da nichts klar machen. Ich kann da pennen, das ist überhaupt kein Problem. Nur damit hier Walli Bescheid weiß, wen sie da am besten Bescheid gibt. Ach so, Walli wirst doch wissen, ich kenne doch ihren Kontakt da nicht. Also ich weiß nicht, mit wem sie da kann. Für mich braucht ihr da, wie gesagt, überhaupt nichts klar machen. Bei mir geht das klar, ich weiß, wo ich hin kann. Häschen, das ist Name-Dropping. Was? Name-Dropping. Ich gebe aber jetzt keine Namen weiter, okay, wenn ich keine Autorisierung für habe. Okay. Also tut mir leid, irgendwie, es soll jetzt nicht blöd sein oder so, aber trotzdem. Also wie gesagt, für mich braucht die da gar nichts klar machen. Ihr kommt doch jetzt aber noch Biddy mit. Nix, ist okay, Walli, mach du mal, ich warte hier. Halbe Stunde. Rufst mich zurück. So. Ja, halbe Stunde, ich gebe dir einfach eine Adresse. Warte mal noch, pass auf, das ist ganz wichtig. Du weißt, dass die Falcons nicht unbedingt so hundertprozentig gut auf Elfen zu sprechen sind. Ja, ich hab die Haare offen. Die werden schon nix. Das glaube ich, ja, aber ich meine, sowas kann ja auch mal durch Wind oder so weg, aber das dürfte nicht das Problem sein, wenn ich da Bescheid gebe. Das ist schon okay. Die Schulden, also einer schuldet mir noch was. Aber was ganz wichtig ist, du weißt, ich finde es immer super, wenn du sagst, was du denkst und wenn du ein bisschen Mund aufreißt und sowas, aber bei denen absolut nicht, okay? Das sind Leute, die auch mit ihrem Ruf ihr Geld verdienen und ihr Leben sichern, also halt dich zurück. Okay. Alles klar, wunderbar. Halbe Stunde und... Ich mach dir keine Schande. Es geht nicht darum, dass du mir Schande machst. Das wird vermutlich nicht so leicht passieren. Es geht darum, dass die dir die Fresse polieren könnten. Hm. Und ja, das wird dann vermutlich teuer. Halbe Stunde und ich gebe dir deine Adresse. Dank dir. Piep, piep. Piep. Immer einmal mehr piep als du. Was piept die hier so rum? Steppy und Jojo, ihr könnt mich nicht allein lassen heute Abend, bitte nicht.
Was? Ich glaube, hab doch gar nicht vor, dich allein zu lassen. Ist doch alles gut. Nicht allein lassen. Nein, ich lasse dich nicht alleine. Ich will doch meine Adresse. Was? Halbe Stunde kriege ich Bescheid von Wally, was Sache ist. Gut. Oh Mensch, warum bist du so fertig, Kleine? Ich hab gerade ein Gehirn gesehen, was sich schön über die Tapete verteilt hat. Was glaubst du, wie ich mich da fühle, Mann? Oh Mensch, komm mal her. Sie nimmt. Hast du alles gesehen? Hast du alle gesehen? Nein, hast du nicht, aber... Bäh. Jojo würde sie gerade in den Arm nehmen, wenn er mal der Würgereflex einsetzt, dann nicht. Dann rutscht sie sich weg. Einfach rum, dann dreht sie sich zum Fenster und macht das auf. Ich stelle mir das eher gerade so vor, dass wir sowieso an der Straße stehen. Ich sitze so in der geöffneten Tür mit den Füßen auf die Straße und mit dem Kopf in Händen. Okay, gut. Wir sollten hier nicht ewig bleiben. Ich sag's nur so mit so einem leichten skeptischen Blick in die nähere Umgebung. Niemand kotzt mir mein Auto voll, also nicht jetzt. Free Roaming. Oh. Du hast die Wahl zwischen Auto vollkotzen und Blut im Auto, ich sag's nur. Ach Mensch, hier ist doch gerade niemand. Außerdem ist uns niemand gefolgt, das hätten wir doch vielleicht gesehen. Naja, ist ja gut, fahr weiter, dann mach aber wenigstens das Fenster auf. Ich halte meinen Kopf zum Fenster raus. Ja, und wie der unheimlich glückliche Zufall es so will, findet Jojo nach einem kurzen Blick in ihrem Auto eine unauffällige braune Plastiktüte. Ich meine, zur Not so, ne? Oh, warte, hier, guck mal! Wieder was zum Wichsen gekauft, hä? Was? Danke, das musst du nochmal sagen. Oh, ist das für mich? Ja, da war mein Dildo drin. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Nee, ich guck nochmal, ob der noch nicht da drin liegt oder so. Nein, der liegt da nicht mehr drin. Stell dir mal vor, der schlupft mir den Mund aus Versehen und schaltet sich an, während ich kotzen muss. Das gibt dann einen das Macchiato. Das ist ein Dildo, der schaltet sich nicht an. Hast du eine Ahnung? Ja, hab ich. Ich wollte gerade sagen, haben die nicht Wi-Fi? Technomancer! Das Ding hat keine Batterie und keine Technik, verdammt! Ja, wirst mal was sehen. Was ist denn für langweilige Dildos? Ja, das sind Dildos, das andere wären Vibratoren, du Affenkind. Können wir uns bitte darauf einigen, dass Dilden viel schöner klingt als Dilden? Ja, du hast recht, Dilden, Verzeihung. Warum wird denn Quinny die ganze Zeit Affenkind genannt? Ich hab keine Ahnung. Weil ich das Wort unglaublich gerne mag. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Okay, sorry. Ist schon okay. Er versteht das schon. Gut. Wenn ich so mit ihm rede. Jetzt freue ich mich. Talk. Nee, das ist kein Dirty Talk. Doch, danach kommt Geschlechtsverkehr. Affen sind schmutzig. Oh ja, die Küche auch. Ja, weiterfahren. Irgendwohin. Möglichst aus dem D-Gebiet raus. Irgendwo in ein C-Gebiet wäre vielleicht schon mal ein Anfang. Dort einen halbwegs braucht man einen Stuffer-Check finden, dass man Flummis, dass man Julius Magen mal vollkriegt und Stefan könnte auch was vertragen. Und Sibylle könnte vielleicht mal was zu trinken vertragen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Wasser. Ja, das ist mein russischer Akzent. Sibylle. Okay. Also Bonbons, ich meine, wenn ihr... Bonbons, ernsthaft? Wenn ihr eh auf dem Weg zu den Falcons seid, schickt es sich ja nach Osten zu fahren und irgendwann in Sokol habt ihr A, sehr viel C-Gebiet, also eine Gegend, wo man sich auch aufhalten kann. Ihr seid weit genug, wahrscheinlich, weg vom Ort des Geschehens, also des vorherigen Geschehens, und da gibt's auch Starfashecks, also man kann da schon essen irgendwo. Will noch jemand einen Burger? Ich will Burger und Pommes. Will noch jemand was? Ja. Was willst du denn haben? Essen. Ist ja, was für egal. Essen? Mann, keine Ahnung. Großburger hier, Ork-Portion. Okay, Hunger. Du willst einen großen Burger haben und Pommes haben und Mayo haben und Ketchup haben und willst du sonst noch was haben? Vielleicht irgendwie Schokolade oder sowas? Also so zumindest irgendwie sowas ähnliches. Oder Schokoriegel Wodka. Oder sowas. Wodka. Haben die Wodka? Die haben bestimmt was. Hallo? Naja, dass da versteckt sowas wie ein Supermarkt und ein McDoof zusammen ist. Auf jeden Fall haben die Wodka. Wodka. Du willst die Wodka haben im McDoof Wodka? Alles klar, dann kriegst du noch Wodka dazu. Gut, ich geh was holen. Nee, aber Supermärkte haben Wodka. Billy, willst du irgendwas anderes haben? Willst du Wasser haben oder willst du irgendwie ein Kaugummi? Oder Kaugummi ist gut, oder? Willst du vielleicht sogar eine Zahnbürste? Zahnbürste, sehr gut. Zahnbürste, Zahnpasta, alles klar und ein bisschen Wasser. Passt, kriegst du.
sagen die. Und ein Tuch vielleicht, wäre auch nicht schlecht, ha? Ein Tuch? Ja, damit du den Mund abwischen kannst. Du hast da übrigens im Mundwinkel noch was. Sieht ein bisschen komisch aus, das ist komisch gelb. Egal, so, ich geh mal. Ich kann mich nicht daran erinnern, das gegessen zu haben. Ich wollte gerade sagen, was zum Teufel isst du? Okay, ich möchte das kurz festhalten. Jojo geht in den Staffershack und kauft Folgendes. Als erstes eine Zahnbürste, Wodka, Zahncreme und ein Feuchttuch, woraufhin der Kassierer selbstverständlich mit einem Schmunzeln meint, na, hat noch was vor, Walk of Shame. Jojo antwortet ihm, oh, für einen Walk reicht das nicht mehr, du. Oh, dann, also wenn du möchtest, hier Kondome, 10er-Pack, kosten 3 Nuyen, kannst du mit dazu haben. Oh, davon habe ich noch welche. Dann ist ja gut. Brauchst du sonst noch irgendwas? Ja, ich brauche noch 2 große Burger und Pommes und so ein Scheiß, aber das kann ich mir davor noch selber holen. Ja, da drüben dann halt. Dann hoffe ich, sie waren mit ihrem Einkauf zufrieden. Du musst den Kram jetzt nicht runterleiern, ich habe das schon verstanden, ich kenne das schon fast auswendig. Das ist doch schon okay. Muss ich leider. Oh Gott, du arme Sau, du tust mir leid. Jo, also Burger da drüben und da, wenn du Glück hast, hast du sogar eine frische Ladung. Was? Ernsthaft? Voll gut. Ja, danke. Frisches Soja. Ja, mit frisch meinte er frisch frittiert und nicht schon die nicht schon 3 Stunden in der Auslage liegen, weißt du? Ach, die Dinger werden so, ich dachte, die Dinger werden so Mikrowellen-like gemacht. Unfrittiert? Du kannst doch nicht einfach irgendwas unfrittiert essen. Sag mal, Quinny, im Ernst, wo lebst du? Das wird in großen Tanks frittiert und dann dahin geliefert. Aber das ist auch Wurst. Jojo geht zum Automaten und holt 3 Burger und dann holt sie 3 Portionen Pommes. Und die wird man schon wegkriegen. Dann holt sie noch Kaugummis für Billy. Und die Zahnbürste hat sie ja trotzdem, aber wer weiß, was da sonst noch passiert. Zahnbürste und Wasser, ganz wichtig. Und Cola für sich und Stevan. Das passt. Und dann geht sie nochmal raus, winkt dem Verkäufer fröhlich zu und geht zum Auto. Das so. Auto macht dieses, macht etwa dieses Geräusch. Yin, yin, yin. Futter! Ja, es macht garantiert nicht brumm, brumm, brumm. So, also Futter für Steppi und mich und Zahnbürste, Wasser und Zahnpasta und Kaugummi und Tücher für dich, Billy. Danke. Bitteschön. Ja. Wir können weiterfahren. Genau, Stefan nimmt erstmal die Wodkaflasche, von wegen... Ich muss mir die Zähne putzen, bevor du losfährst. Genau, keine Sorge, Zähne keine Hektik. Putzen. Alles keine Hektik hier, weil von wegen, jetzt sagt er auch, von wegen, jedes Mal, wenn ich Blut gesehen habe, einen Schluck. Das wird ein feuchtfröhlicher Abend für dich, nehme ich mal an. Soll ich vielleicht besser weiterfahren? Nee, das passt schon. Na gut. Ich wollte gerade sagen, unter 1 Promille fährt der gar nicht los. So, aber langsam will ich doch trotzdem weiterfahren, weil irgendwie weiß ich nicht. Oh, und oh, Essen. Ich wollte gerade sagen, ess doch erstmal. Hier ist die Mayo. Ja, auch Mayo? Danke. Ja, gib her. Hunger. Jojo fängt an zu essen. Genau, während sich Silvi die Zähne putzt. Genau. Und dann an der Zahnpastatube riecht, damit sie den Gestank von den Burgern aus der Nase kriegt. Ja, das, was die beiden da in sich reinstopfen, gerade wenn man so von so einem fettigen Ding abbeißt. Hirnmasse sieht zwar nicht ähnlich aus, aber es ist beides glibberig und irgendwie ekelhaft, ne? Und die stopfen das einfach in sich rein nach so einem Erlebnis. Die sind vermutlich totale Psychopathen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich Hunger kriege oder übel werden soll, aber hey. Man muss erstmal was im Magen haben, dass es einem schlecht werden kann, so. Das ist jetzt aber, naja. Das macht das Kotzen angenehmer. Glaub mir. Wie zum Beispiel Gummibärchen. Ich hätte dir O-Saft mitbringen sollen. Oder ja, genau. Auch nicht. Doch, klar. O-Saft schmeckt vorwärts und rückwärts fast gleich. Das ist total gut. Das ist das beste Kotzgetränk. Aber nicht, wenn er schon halb angedaut ist. Ja, wenn trotz, er halb angedaut, doch, nein. Ernsthaft, wenn er halb angedaut ist, ist er sauer. Nee, das ist ja sowieso, das ist echt das beste Kotzgetränk, glaub mir. Nee. Aber ich möchte Orangensaft nicht zweimal im Mund haben. Nicht also, vorwärts nicht und so. Rückwärts. Genau.
Ich liebe Orangensaft, aber ich trinke nicht, normalerweise nichts anderes, wenn ich die Möglichkeit habe, aber nicht zweimal hintereinander. Bist du ein Weichei? Und sowas willst du einer Gang? Wo sind wir denn hier gelandet? Das sagt der 1,50 Meter Gnome zu dir, by the way. Ich wollte gerade sagen, ja, aber ich besitze ihn hier im Auto. Achso, benehmen, ja. Ja. Hackt das und grinst dich dabei an. Ich grinse auch zurück, ich habe aber 2 Hauer. Na und? Was hat das damit zu tun? Nichts, ist schon okay. Siehste. Können wir weiter? Natürlich können wir weiter. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Bist du jetzt pissig? Nein. Ich versinke in VR. Ich dachte jetzt im Selbstmitleid. Du, Billy, nee. Ich glaube, es ist. Im Selbstmitleid kann man nicht fahren. Du kannst auch im VR nicht fahren, weil sie keine Riggerbuchse drin hat. Richtig. Ach, fucking hell. Warum hast du keine Riggerbuchse drin? Mann. Warum solltest du das haben? Ich weiß nicht, weil du so ein Ding hinten im Kopf hast. Das ist aber keine Rigger-Kontrolle. Ja, das ist gut genug. Hä? Ist auch egal. Für ein Auto. Ja, und? Warum soll ich jetzt noch ewig viel Kohle dafür zahlen, so ein Rigger-Steuerungsgedönser einzubauen, wenn ich es nicht brauche? Ach, das geht eigentlich. Er fährt jetzt schon lange los. Du brauchst das, ich brauch das nicht, so. Kann auch ohne das Auto fahren. Das macht viel mehr Spaß mit. Das mag sein, dir vielleicht, mir nicht, so. Das ist wie Sex ohne Gummi. Nur halt Autofahren mit Rigger. Hä? Autofahren mit Rigger ist wie Sex ohne Gummi? Ich verstehe ja die Analogie jetzt aber auch nicht. Das ist irgendwie komisch. Das musst du mir jetzt bitte erklären. Ja, das ist was Antiproportionales. Hä? Das ist völlig sinnlos. Ist es nicht. Du redest so ein Blödsinn, du redest so ein Blödsinn, du redest so ein Blödsinn. Ah. Siehst du, wenn ich jetzt eine Riegelkontrolle hätte, hätte ich den Eject-Knopf drücken können. Das ist mir vollkommen egal. Du bist hier in meinem Auto, deswegen hast du dich gefälligst, Ja, krummel. Sibylle baut ein AR-Schild für Jojos Auto, wo draufsteht, Paragraph Nummer 1, Jojo hat immer Recht in ihrem Auto. Paragraph Nummer 2, sollte Jojo einmal nicht Recht haben, tritt automatisch Paragraph Nummer 1 in Kraft. Machst du das Schild außen oder innen? Innen, das ist für den Innenraum. Mist. Ich mag dich, Billy. Du hast gebimmelt übrigens. Ich hab gebimmelt? Du hast gebimmelt. Oh, mein Comlink, oh Gott. Okay, Adresse, Kinders, ist Krepphoffstraße. Oh! Ha, voll gut! Jojöchen. Ja, ich weiß, wo das ist. Wenn du Wladimir kennst. Ja, sicher. Okay, dann solltest du auch wissen, was da Sache ist, ne? Ja, du, Billy. Moment, ich muss gerade mal eben noch eine Nachricht zurück an Wally schicken. Was denn? Endlich ein Ziel. Was denn? Du weißt, dass ich dich total gern hab und so, ne? Aber, wenn du da bist, bitte ein bisschen auf dein Mundwerk achten, ja? Ich glaube, mein Mund geht heute nicht mehr auf. Ich meine nur, es kann sein, dass dir vielleicht ein paar blöde Sprüche gedrückt werden oder sowas. Egal, was du erwidern willst, irgendwie schluck's einfach runter, ja, bitte. Es ist mir doch scheißegal, was sie mir heute an den Kopf werfen. Ich will. Auch morgen okay. und übermorgen und so. Okay. Die Jungs sind echt in Ordnung. Die sind wirklich cool. Aber da ein bisschen aufpassen. Ich meine, es ist eine Gang und ne, dementsprechend. Ist ja okay. Ich habe ja irgendwann mal gelernt, mich zu benehmen. Ich werde mal heute mein Register ziehen, okay? Okay. Komm mal her, Kleine. Nee. Sie nimmt Billy in den Arm. Ich anfassen, bitte. Entschuldigung. Das wird schon. Okay. Ich glaube, du brauchst einen Schluck Wodka und dann eine Mütze Schlaf.
Ich glaube, ich brauche einen Haufen Wodka. Und schlafen ist bei mir heute nicht. Das ist schlecht. Das wäre jetzt, glaube ich, echt eine gute Sache. Also, für dich. Ich habe mir noch vom bevor wir da hin sind, habe ich noch was. Naja. Weißt ja. Was, ernsthaft jetzt? Bist natürlich. Du blöd? Ich musste doch fit sein. Oh Mann, Billy. Ich hab doch die ganze Nacht an dem scheiß Programm gesessen. Ach so. Och, scheiße. Beneide dich gerade nicht. Ich beneide deswegen, dich gerade wirklich nicht. Deswegen hatte ich auch keinen Hunger und jetzt ist nur Galle rausgekommen. Deswegen. Sag, oh. Solltest du mal was essen? Das ist echt eine gute Idee. Ich krieg keinen Bissen runter momentan. Ich glaube, sie muss erstmal runterkommen. Ja. Vielleicht krieg ich irgendwo noch einen Joint aufgetrieben für dich. Oh. Deep Sea Weed. Na, zum Runterkommen ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Ich guck mal, was sich machen lässt. Aber ja, wir müssen erstmal da dahin. Erstmal dahin jetzt. Steppy, tu mir einen Gefallen. Der Kutscher kennt den Weg. True, passt schon. Dank dir. Ja. Einer ruhigen Fahrt die Gang-Territorien ausweichend, sofern irgendwie im Kopf. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich meine, ihr seid schon ein ganzes Stück durch Sokol gefahren, dann kommt ein großes Industriegebiet, wo meistens keine Gangs sind, weil was willst du da? Und fahrt dann schließlich nach Chofrino, weil ich das bisher noch nicht so richtig beschrieben hatte. Es ist genau die Art von Stadtteil, der Billy vielleicht nicht so liegt. Das ist genau das Richtige jetzt für sie. Ihr habt eine hohe Belastung durch Smog. Ihr habt sehr, sehr viele Ratten, die sich auch gern offen auf der Straße zeigen und im überquillenden Müll spielen oder nach Nahrung suchen. Wunderbare Krankheitsüberträger. Es ist schon ziemlich eklig. Ihr seht ein paar. Es sind zwar wenige Squatter, die sich jetzt noch bei den Temperaturen draußen auf der Straße aufhalten, aber die das tun, sind höchstwahrscheinlich unter starken Drogen. Autos sind so gut wie keine unterwegs. Und dieser Stadtteil wurde ja so gebaut, dass extrem klobige große Gebäude, also eher groß in der Breite, dort angelegt wurden und dann quasi stockwerkartig dort Straßen auch in einer gewissen Höhe verlegt wurden und dann Gebäude verbunden wurden mit Einzelwohnungen. Also es ist ziemlich bedrückend, es ist dunkel und im Gegensatz zu Juschneue, wo ihr ja vorher wart, gibt es dort sehr wenig AR-Überblendungen, das heißt, man sieht das ganze Elend. Des Weiteren ist es fast so, als würde man die Ausweglosigkeit und die Bedrücktheit und die Depression und die Realitätsflucht der Menschen fühlen können. Es ist irgendwie super deprimierend. Und Sibylle bemerkt, dass ihr Kontakt zur Matrix sehr schwach wird, einfach weil dort die Abdeckung nicht so gut ist. Das ist unangenehm übrigens. Naja, natürlich ist das unangenehm. Ihr kommt dann aber nach einiger Fahrzeit am entsprechenden Gebäude an. Das liegt auch auf so einem kleinen Hochplateau. Es ist ziemlich heruntergekommen, aber die Wände stehen immerhin noch alle. Auch das Dach scheint irgendwie noch einigermaßen okay. Ein paar der Fenster hat es erwischt, aber okay, das kann man ja ausbessern. Das wurde auch getan. Das Auto hält, ein paar Ratten springen piepend davon, selbst die doch sonst eher mutigen Teufelsratten. Und ihr seht einen Ork, den Flummi gleich noch beschreiben darf, der davor steht und eine Zigarette nach der anderen geraucht zu haben scheint, weil ja, also die Straße ist quasi wie ein Aschenbecher. Cool. Home sweet home. Beschreib mal Vlad jetzt hier. Vlad! Vlad ist relativ groß. Auch für Ork-Verhältnisse relativ groß. Hat so halblange blonde Haare, ist unrasiert, selbstverständlich ist er unrasiert, das kostet Zeit morgens und da hat man eigentlich auch keinen Bock drauf. Ansonsten hat er so, naja, nicht allzu große wässrig-blaue Augen, ist, Gott, was habe ich denn noch vergessen hier? Was ist noch wichtig? Er hat irgendwie oft die Stirn so ein bisschen in Falten gezogen und irgendwie hat oftmals so einen leicht skeptischen Blick irgendwie drauf.
trägt im Regelfall irgendwie eine, ja, jetzt wahrscheinlich echt eine warme Jacke. Es ist ja arschkalt draußen, deswegen ist er wahrscheinlich auch den Wetterverhältnissen angezogen. Die Kleidung, die er trägt, ist praktisch. Die ist robust und die ist praktisch. Hat vermutlich mittlerweile auch ein paar Tattoos, eins, das sich so leicht am Hals hochzieht, was man eventuell noch sehen könnte jetzt im Augenblick. Und ansonsten recht schwere, warme, praktische Schuhe. Daneben wird vermutlich ein Motorrad stehen. Nö, da nicht, weil sie das im Innenhof geparkt haben. Aber, dankeschön. Flatsch springt aufs Auto zu, reißt die Beifahrertür auf, streckt den Kopf rein. Und er wirkt, also ich weiß nicht, ob man das dem so entnehmen kann, aber er wirkt doch etwas aufgeregt und an Stefan gewandt. Ey, Sonntagsfahrer, du kennst dich doch aus mit Frauen. Mitkommen, sofort mitkommen, los. Ja, klar. Was ist mit dir kaputt? Ja, heißt es. Hey, ja, ich schnapp mir alles, was irgendwie nach medizinischem Werkzeug aussieht und mach mich auf den Weg. Wow, ja. Geschaltet. er zieht dich das erste Stockwerk hoch, drückt dich in eine Wohnung. Ich weiß auch nicht, was da ist. Die hat gesagt, das kommt erst später, aber guck dir die Sauerei mal an. Vor dir sitzt auf dem Bett eine Frau. Halblange, schwarze, fettige Haare. Sie wirkt, als hätte sie gewisse Schmerzen. Die Fruchtblase scheint schon geplatzt. Ja, sie ist schwanger. Und sie liegt, also sie sitzt offenbar in den Wehen. Die Wohnung selbst ist nach medizinischen Standards, vor allem nach dem, was du früher so kanntest, unter aller Kanone. Es ist nicht die Umgebung, um hier irgendwie einer Geburt beizuwohnen, aber es scheint nicht so, als hättest du eine Wahl. Ich wollte gerade sagen, der typische Spruch von jemandem, der sowas sieht, scheiße. Der zweite Spruch, heißes Wasser und saubere Handtücher. Ja, ich meine saubere Handtücher. Was für ein Ding, so eine Scheiße hab... Oh Mann. Er sprintet raus. Jojo, komm, hier, hast du irgendwelche sauberen Handtücher dabei? Siehst du aus? Dann mache dich fort und besorg saubere Handtücher und du, an billige Mann, du kannst gleich mal mitlaufen. Dann stürmt er rein. Jojo läuft mir jetzt erstmal hinterher. Du, Vlad! Was denn, Sis? Komm erstmal runter! Mann, die kriegt hier irgendwie so ein Kind, da kann ich nicht runterkommen. Das dauert doch noch! Was weiß ich, wie lange, Stefan, wie lange dauert das denn noch? Das dauert bestimmt noch, keine Sorge! Ich schau mal. Wann hat denn das angefangen? Wie lange dauert's denn noch? die Frau hat sich jetzt aufs Bett gelegt. Wenn du den Rock lüftest und den Muttermund ansiehst, ist er kaum geöffnet. Das dauert noch. Das dauert noch. Mit der Ruhe selbst. Weil ja, aber dann, Jojo, weißt du, wie viele saubere Handtücher es hier gibt? Null. Also besorgst du schnell eins aus dem Zauberkasten. Alter, komm mal runter. Wie weit ist denn die? Fragt sie Steppi. Gucken, grob nachdenkt. OT habe ich keinen Schimmer davon. Gut. Richtigen Charakter gewählt. Stay. Brr. Achter Monat? Das war sogar ich, dass das ein Monat zu wenig ist. Ach, das ist nein, Frühgeburt, das meine ich doch nicht, Mensch. Ja, ich weiß, was du meinst. Mich wundert es nur trotzdem gerade so ein bisschen. Und lässt halt so ein bisschen den Panik-Level von Stefan hochkommen. Selbst wenn das, wobei achter Monat ist quasi zwei Monate zu früh. Normalerweise kommt das Kind nach so, bei so neun Monate, so eigentlich nach zehn ungefähr kommt es. Neun Monate sagt man nur so. Achter Monat ist. So. Ja, man rechnet doch eh in Wochen normalerweise. Ja, eben, deswegen, das sind quasi fast zehn Monate. Deswegen zählt das nicht. Aber achter Monat ist tatsächlich ein bisschen früh, aber wenn der Muttermund kaum geöffnet ist, dauert es geschätzt wahrscheinlich noch ein paar Stunden. Vor allen Dingen, wenn es eine Erstlingsgeburt ist. Aber das ist egal. Aber es dauert ja keine zwei Wochen mehr. Nö. Genau. Ich wollte gerade sagen, rechne mal mit ein paar Stunden. Oh, ich werde gucken, dass ich das alles hier sanft und langsam über die Bühne kriege. Na gut. Was, ein paar Stunden? Wieso hat die dann so rumgeheult? Was mache ich mir überhaupt zum Stress, ey? Ich weiß nicht, warum die so rumheult. Ich dachte, das tut am Anfang noch gar nicht so weh. Ist da vielleicht Komplikationen?
Ey, Jelena, komm mal zurecht hier. Sie wimmert. Ja, ich prüfe natürlich komplett nach, ob alles richtig rum ist, ob das Ding so ist, wie es sein soll. Ist sie ein Ork? Nee, sie ist ein Mensch. Sie ist ein Mensch. Ist er ein Ork? Ja. Ach so, Blatt ist ein Ork. Ob er der Vater ist, weißt du natürlich nicht. Nee, das wäre die nächste Frage, die würde ich ihm tatsächlich auch stellen. Ist es deins? Hä, was, Alter, nein! Ey, sag mal. Weiß er nicht. Ich meine, ich schieß nie daneben, aber, Alter. Und du lachst nicht so blöd und besorgst endlich Handtücher. Hä? Sehr gut, reg dich mal nicht so auf. Mach dich gut. Nützlich, Lahmarsch. Hey. Boah, jetzt hat er was gesagt. Hey. Ich kümmere mich um die wimmernde Frau. Ich glaube, das ist das Sicherste. Jojo, guck mal, ob sie irgendwo in der Nähe entweder jemanden findet, den sie noch kennt, oder irgendwas anderes. Also irgendwie Leute findet, die sie kennt, oder irgendwie, wo sie weiß, dass die ein bisschen, naja. Sauberer sind? Auch mal eine Möglichkeit finden, irgendwie ein paar Sachen zu waschen. Nein. Das ist, also das Ding, was ihr jetzt habt, das Gebäude ist ein ziemlich guter Unterschlupf, weil es in einem relativ ekelhaften Gebiet liegt. Dort, die Leute kümmern sich nicht unbedingt um die Hygiene ihrer Kleidungsstücke, dafür haben sie weder Geld, noch Waschmaschine, teilweise noch fließendes Wasser. Na gut, dann... Ich frag mich, wie sehr mich Jojo zusammenprügeln würde, wenn wir das Kind auf ihrem Rücksitz zur Welt kriegen. Was wahrscheinlich Jojo. Der sauberste Ort ist in einem Umkreis von 100 Kilometern. Das ist nicht sagen wir falsch. 10. Jojo, haben wir nicht die Möglichkeit, noch eben in der Zeit jetzt zu einem Staffer zu fahren und Zeug zu kaufen? Wir haben ganz locker die Möglichkeit dafür. Das haut ich nämlich jetzt eigentlich auch vor. Ich habe gerade überlegt, gut. Ob ich hier noch jemanden kenne, aber niemanden, wo irgendwie der die Kriterien erfüllen würde, die wir jetzt brauchen. Deswegen fahren wir jetzt zum nächsten Staffer und dann, oder zu irgendwie, was weiß ich, mein Handtücher kriegt man ja für nachgeschmissen. Oder Billy. Tücher. Sibylle schnappt sich die Flasche Wodka und nimmt einen ganz dicken Schluck. Du siehst, dass sie damit kämpft, wie sie es runterwirkt. Aber dann kehrt ein bisschen Farbe in ihr Gesicht zurück und sie sagt, let's go, babe. Das war meine. Ich glaube, du brauchst noch einen Schluck. Okay. Wimmert er nur zu sich, das okay. Geht hier gar nicht mehr mit. Gut. Wir fahren zum nächsten Staffer oder was auch immer Geschäft, wo man sowas ähnliches wie Handtücher bekommt oder irgendwas Staffer halt. Staffer passt schon, glaube ich. Ja, also halt, ihr seid schon eine Weile unterwegs, also eine Stunde hin und zurück. In der Zeit passiert natürlich nicht viel. Vlad kommt ein wenig runter, die Frau kommt ein wenig in Fahrt, oder die Geburt kommt ein wenig in Fahrt, aber es ist jetzt tatsächlich nichts Weltbewegendes. Das Problem ist halt tatsächlich, dass wenn da noch irgendwas passiert, hast du natürlich einfach keine Bedingungen, da noch irgendwas zu reißen. Das ist klar, denn es ist einfach höchst unsteril und du hast auch nicht so die Werkzeuge für eine Geburt dabei. Ich meine, du bist ja quasi der Profi-Gynäkologe und die Profi-Hebamme, aber trotzdem schwierig. Jojo besorgt. Das machst du also aus meiner Spezialisierung Frauenkörper. Du hast Anatomie spezialisiert auf Frauen, was soll ich denn bitte machen? Passt schon. Nee, ist absolut in Ordnung. Jojo besorgt eine Plastikfolie, eine etwas größere, besorgt saubere Tücher, besorgt Desinfektionsmittel. Ja, super mitgedacht. Und was brauchst du denn sonst noch? Wasser. Mehr Gummifluss. Wasser. Nee, außer Wasser natürlich. Klar, Wasser, sauberes Wasser halt. Was vielleicht noch sinnvoll wäre, wäre artifizielle Muttermilch, weil die Frau so aussieht. Also sagen wir es mal so. Wenn das Kind jetzt kommt, könnte es durchaus sein, dass sie vielleicht ihr Heroin abgesetzt hat oder sowas in der Richtung. Oh, ja, coole Sache. Gut, dann gibt's noch sauberes Wasser und ja, so Milchpulverzeugs halt. Gut. Und eine Flasche dazu. Oder zwei. Mit Nukle. Naja. Und Babykleidung. Wahrscheinlich hatte die auch nicht. Die lag da tatsächlich rum. Also, wow. Ja. Okay, dann kriegst du trotzdem noch einen Satz. Das ist aber sehr freundlich von dir. Nicht wahr? Kriegst trotzdem kein extra Karma. Will ich doch gar nicht. Jo. Wer will denn Karma? Karma ist was für Muschis. Auf jeden Fall.
Warte mal. Wir fahren zurück. Hm. Ja, man bereitet den Raum vor mit einer Plastikfolie und Desinfektionsspray. Und dann ist gut. Ich wollte gerade sagen, die Plastikfolie aufs Bett, die Frau auf die Plastikfolie. Ja, ich habe. Und dann. Entschuldigung. Ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass ihr mit der Plastikfolie anfangt, irgendwie sie zu strangulieren. Das war mir schon klar, aber ich meine, vielleicht steht die Plastikfolie. Nee, wie heißt denn die gute Dame hier? Ist sie ansprechbar? Sie ist Jelena. Ansprechbar, sie heißt Jelena, aber also sie heult echt ein bisschen viel rum dafür, dass da noch nicht so viel passiert ist. Allerdings sieht es tatsächlich so aus, als hätte sie ein bisschen Durst gehabt heute. Ah, fucking hell. Vielleicht auch gestern und vorgestern, das weiß man nicht. Oh, ich würde gerade sagen, habe ich hier ein brauchbares Zeug dabei, was dagegen was hilft? Oder hilft das überhaupt irgendetwas? Oder wäre es vielleicht besser, sie in dem Zustand zu lassen für die Dauer der aktuellen Situation? Naja, ihr Konsum, das kannst du ganz einfach mit dem Vitalmonitor testen. Also ihr Alkoholspiegel ist jetzt nicht so unendlich hoch. Das ist nicht das Problem. Was natürlich ein Problem wäre, wenn sie über die vergangenen Monate immer ordentlich mal in die Flasche geguckt hätte, aber dann auch eher für das Kind. Hat das überhaupt noch einen Puls? Das Kind lebt noch. Ich wollte gerade sagen, kann der Vitalmonitor zwei Sachen in einem? Ja, du hast ja ein bisschen mehr als einen Vitalmonitor dabei gehabt und du bist ja ein Profiarzt. Das Kind hat Vitalzeichen. Gut. Ich wollte gerade sagen, also wie gesagt, er prüft tatsächlich erst nach, ob er es Tutti ist. Und solange du mir nichts anderes sagst, gehe ich davon aus, dass es so ist. Die erste Diagnose ist, das Kind hat keinen 5 Meter großen Kopf im Vergleich zu dem Rest, was ja bei Alkohol sein könnte. Okay, 5 Meter nicht, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ja, Entschuldigung. Ja. Nee, keine Ahnung. Macht sich zu Gange, als vorzubereiten. Von wegen, guckt, dass alles in greifbarer Nähe ist. Natürlich sind auch seine Hände mindestens einmal desinfiziert worden. Du hast sogar Handschuhe. Genau. Drei Leute, wow. Das gleiche Wort. Nee, ich hab nichts gesagt, oder? Ja, drei. Also Brunat, Fumi und ich auch. Der Spieler, der ist für mich nicht existent. Was einiges erklärt. Na gut. ja. Handschuhe, alles drum und dran, von wegen. Und ja, von wegen Atemübungen. Hat überhaupt irgendeine Ahnung, was sie da tut? Sie hat offenbar diese wunderbare Erfahrung noch nicht gemacht. Und du kannst sicher sein, da muss man sie weder fragen noch irgendwas, da muss man nicht mal nachdenken. Also bei einem Geburtsvorbereitungskurs war sie vermutlich nicht. Kannst du sie jetzt in die Kunst des Wehensingens einführen? Oh ja, ein O. Heide, lass uns ein O singen. Ja, also tatsächlich wird er gucken, vorwiegend, du musst jetzt so und so atmen. Versuch so und so zu atmen. Atme! Wir sollten das beibehalten. Atmen ist wirklich lebensverlängernd, ne? Ich wollte schon sagen. Nur ein Vielfaches. Ich habe gehört, Vielfaches. Atmen soll lebensverlängernd sein. So wie Nahrungsaufnahme ja auch, ne? Trinken ist wahrscheinlich auch immer eine gute Idee. Genau, trinken ist überhaupt eine gute Idee, würde ich sagen, dass sie immer ein bisschen Wasser bekommt, von wegen, je nachdem, was wir gleich einen Blutverlust haben werden. Das wird er so nicht sagen, aber er wird sagen, von wegen, gib mir doch mal was zu trinken. Vielleicht braucht sie es. Ja, sie nimmt einen Schluck Wasser und prustet das aus. Offenbar hat sie etwas anderes erwartet. Boah, also du brauchst mal etwas anderes Klares. Ja, na klar, ich hab Schmerzen, du Wichser. Das ist na, dann gewöhnt. Ist Wasser genau das Richtige. Sie zeigt Jojo einen Stinkefinger. Was hast du für eine Wahl? Normal. Ich besorg dir jetzt keinen Schnaps. Also trink Wasser oder gar nichts. Ja, sie greift sich das Wasser und nimmt ein paar Züge. Aber sie guckt böse dabei. Das interessiert mich herzhaft wenig. Ich wollte gerade sagen, alles andere wäre auch unnatürlich. Hast du eigentlich schon einen Namen? Halt die Fresse oder sowas? Warum das denn? Das erlauben die Beamten nicht. Ab. Nee, das ist der Name. Schatz. Ich versinke wieder irgendwo zwischen ihren Beinen. Ja, das klang auf jeden Fall richtig so, wie du es gesagt hast. Der Ork versinkt wieder zwischen ihren Beinen. Kann man ja mal machen. Der besteht ein bisschen darauf, oder, Billy?
Ich möchte da nicht hingucken. Magst du mit mir noch einen Wodka trinken? Ich trinke nicht sagen, mit dir, nicht aber ich sitze gerne gesehen? Daneben. Ja, ich trinke. Ja, das ist immer gut. Ich meine, kann man nicht ja so durchaus viel, aber. Ja, ich meine, ein Zug, zwei Züge, drei Züge. Einen für die Mutti, einen für das Baby, das geht schon. Einen für Valeria. Die Geburt verläuft dann auch im Folgenden soweit komplikationslos. Es geht am Ende doch schneller als erst gedacht. Es ist ein Junge. Die Mutti ist ziemlich erschöpft. Das Kind wirkt auf den ersten Blick gesund. Ein paar der kruden medizinischen Tests, die du halt da machen kannst, sagt auch aus, dass es auf jeden Fall lebensfähig ist. Von alleine. Das sagt schon mal was. Das ist mehr, als man von manch anderen sagen kann, unter diesen Voraussetzungen. Tja, in den Slums kriegen die Leute halt auch noch Kinder und viele davon überleben auch noch. Und das wird vermutlich auch nicht ihr letztes gewesen sein. Ja, gut, super. Meiner treu. Ach ja, Billy, ne? Hm. Es ist auf jeden Fall so richtig ekliges Schleim. Ne, ich möchte Ding, nicht dabei was sein. Rauskommt. Hallo, hallo. Ganz klare Ansage, da bin ich nicht im Raum, wenn die Alte das Ding rausdrückt, den Saal. Brr, ich sag's. Vor allem, was danach noch kommt, weil aber, das ist ja nicht. Aber wenn es erst dann erstmal sauber ist, ne? Der hat erstmal das Placebo vergraben und an. Das Placebo? Ja, das Placebo vergraben. Die Placebo vergraben. Egal, ist eklig. Ja. Ist Jojo eigentlich dann irgendwann mal im Raum? Zwischendurch bestimmt. Aus Prinzip, wenn das Kind dann abgewaschen ist und in Muttis Arm liegt mit der Kleidung, denn sowas wie eine Decke haben sie halt da nicht, eine saubere, die du gestellt hast. Jojo ist eine Frau, dein Uterus leuchtet und sofort schießt dir die Milch in die Brüste. Alter. Hallo, Babyhormone, das ist nun mal so. Billy! Ich halte uns aber für Nein, Billy, komm mal! Nein! Warum? Soll mir auch die Milch in die Brüste schießen jetzt? Ach komm, Billy, komm mal gucken, das ist voll süß. Mm. Komm mal, es ist auch sauber. Ist das wirklich sauber? Ja, es ist völlig sauber. Auch nicht irgendwie... Nee, nein, gar nichts, es ist total sauber. Okay. Das kleine, fettige Ding mit den Ärmchen und den Falten und mit ganz wenig Haaren und es schreit und die knubbelt. Weilchen und sowas kriegt Alisa ja auch süß. Ja, Billy ist gerade nicht so in der Laune. Und das ist nicht Alisas Baby, also. Das ist nicht dasselbe. Nee. Ja, herzlichen Glückwunsch. Immer werde ich dazu gezwungen, sowas gut zu finden. Tust du, als wäre es nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Du weißt, ich muss einfach sagen, stecke 20 Frauen und stecke 3 Männer dazu in einen Raum und zeige ihnen ein Baby-Video, wie es brabbelt und nichts tut. Und bei allen Frauen leuchtet der Uterus und bei den Männern bildet sich meistens noch schnell einer, damit die auch ein bisschen leuchten können. Es ist einfach leider eine Tatsache. Das denkst du. Das trifft aber wirklich auch nicht auf alle zu. Nicht auf alle, aber halt auf die meisten. Gut, dass ich nicht die meisten bin. Ja, der Mensch ist halt programmiert, dass er seinen Nachwuchs schützen muss, machen wir uns mal nichts vor. Genau, kannst du höchstens Willen gegenwürfeln. Entschuldigung. Awkward Silence. Genau. Muss auch mal sein. Wie geht's? Ja, die Geburt ist rum. Ja. Vlad klopft dann erstmal Stefan auf die Schulter. Sonntagsfahrer, du bist da echt noch sowas zu gebrauchen. Sehr gut, mit den Frauenproblemen kennst du dich aus. Ja, Frauen sind meine Spezialität. Ich will jetzt nicht genau wissen, warum. Lassen wir das. Nein. Ja, gibt's hier noch irgendwas zu tun? Irgendjemand, mit dem man Bescheid sagen sollte, vielleicht über die frohe Botschaft. Ja, keine Ahnung, wo der Typ ist. Ich weiß auch nicht, wer es ist. Ich glaube, sie weiß auch nicht, wer es ist. Ist mir eigentlich auch egal. Also inzwischen. Ist mir jetzt egal. Aber. Ist schon okay. Hauptsache, es hat funktioniert. So, jetzt nochmal. Hallo Sis, hallo Sonntagsfahrer und du bist... Foxy. Foxy, genau, das wurde gesagt. Gut. Jojo, du kennst dich aus. Stefan, du kennst dich auch aus. Ganz oben ist halt noch was frei. Isomatte liegt da und irgendeine Couch und einer pennt auf dem Boden. Ja, Essen.
Kriegen wir alles müsste an. Sogar noch was da sein, also eigentlich easy. Warum seid ihr jetzt hier eigentlich aufgetaucht? Hat die Fuchse noch irgendwas vom Wodka da gelassen? Ja, ja. Naja, sagen wir mal, wir mussten dringend, ganz, 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 ganz dringend was besorgen und das hat, naja, ist so semi gut gelaufen, weil noch jemand anders daran interessiert war und das gab ein bisschen mehr Aufsehen als erwartet und vermutlich, naja, du weißt ja, wie die Bullen so sind. Er legt dir den Arm um die Schulter. Okay, er geht in die Knie, er legt den Arm um die Schulter. Ey, Schwesterherz, ne? Was? Du fragst also mein Vater nach der besten Route von irgendwo nach irgendwo und das nur. Ich hab nicht deinen Vater gefragt, ich hab Gigor gefragt. Und mein Vater. Und dann versuchst du irgendwie um Brei rumzureden. Ihr habt also Scheiße gebaut, sagt er. Naja, Scheiße würde ich nicht direkt sagen. Immerhin ist der Bulle, der uns irgendwie ankacken wollte, jetzt haben wir jetzt eine Möglichkeit, ihn ruhig zu stellen. Deswegen war die Sache schon irgendwie erfolgreich. Dummerweise war noch jemand anders an der ganzen Geschichte interessiert und der war irgendwie weit weniger leise, als wir es waren. Verkettung von unglücklichen Umständen nennt man sowas. Wieso ist denn noch irgendein Depp an euren Muschi-Problemen interessiert? Na, an unseren Muschi-Problemen war der nicht interessiert, aber der war, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwie auch an den Bullen interessiert, der irgendwie uns ans Bein pinkeln wollte. Sprich, der möchte den ganzen vielen Leuten ans Bein gepinkelt haben. Ihr seid bei der Bullerei rein? Seid ihr eigentlich bekloppt oder so? Ja, was sollten wir denn machen? Ja, ich meine, die Route, da waren ja irgendwie ein Haufen Gebäude. Ich dachte, ihr geht da nicht irgendwie zum Bullen. Na, es ging leider nicht anders. Irgendwie ist da so ein scheiß Bulle aufgetaucht wegen der Kiste hier mit, ach Gott, wie hieß denn die Schlampe nochmal? Welche Schlampe meinst du denn? Es gibt so viele Schlampen. Ach, die komische Tussi mit dem Pfandleihhaus da. Ah, die Petrov. Ja, genau, die Petrov. Genau, wegen der irgendwie ist er auf die ganze Chose aufmerksam geworden und dann hat er angefangen, Stress zu machen und irgendwie musste man ja was haben, wo man ihn ruhig stellen kann. Naja, also ich empfehle das nächste Mal einfach eine Faust in den Hals. Sieht ja. Irgendjemand von den Anwesenden hier unbedingt zwingend danach aus, stolz auf Jojo und Sibylle, dass wir Fäuste in Hälse stecken? Nimm's mir nicht übel, aber es ist nicht jeder so glücklich mit Körperstärke wie du. Na, pass mal auf, du siehst tatsächlich nicht so aus. Von der Kleinen hier weiß ich, ja, eine Faust nicht, aber wenn sie so einen Knüppel in der Hand hat, dann zieht sie wenigstens einmal übers Leder. Und Sonntagsfahrer von dir hätte ich mehr erwartet. Also, ich meine, wozu braucht ihr den, wenn der niemanden auf die Fresse gibt? Ich weiß auch nicht, ich bin nur das Auto gefahren. Ja, okay, ich habe eine Tür aufgemacht. Du hast jemanden ins Gesicht geschossen. Oh, das war. Und ich habe jemanden ins Gesicht geschossen. Der Typ war so ein Trottel. Egal. Das war ein Zwerg. Das hat nicht zu sagen, dass er unbedingt ein Trottel sein muss, aber der Typ war ein Trottel. Ihr habt bei der Bullerei einen Bullen ins Gesicht geschossen. Na, er lebt noch. Ja, war mit wahrscheinlich der zweite Fehler. Egal, auf jeden Fall haben wir jetzt die scheiß Daten, die wir haben wollen und wenn der Typ nochmal irgendwie blöde ankommt, wird er mundtot gemacht und dann ist die Sache gut. Wow, das klingt extrem aufwendig für, naja, nicht so viel. Naja, wenn wir den scheiß Bullen umgelegt hätten, wäre noch viel mehr draus geworden, deswegen ist es so praktischer gewesen. Mir ist das eigentlich Wurst, ihr könnt das machen. Klingt auf jeden Fall. Also, ihr habt euch den Ork geholt und der hat eine Karre gefahren. Okay. Das ist ja schon mal super, sagt auch einiges aus. Ich meine, der kann ja schon nicht fahren. Will ich gar nicht wissen, wie ihr das macht, aber ist ja nicht so schlimm. Du kennst mich lang genug, du weißt, wie gut ich fahre. Jo, deswegen durftest du nie wieder ein Motorrad anfassen nach dieser einen lustigen Begebenheit. Ich kann doch nichts dafür, dass das blöde Ding viel zu schwer war für mich. Du wusstest das ganz genau. Oh, Vlad, lass mich mal unbedingt auf deine Maschine. Ich kann das, ich zeig dir das. Rungs fällt um. Oh, ich kann's nicht wieder aufheben. Wie konnte das denn nur passieren? Das war dir doch von vornherein klar, oder? Und du weißt, dass ich alles mal irgendwann ausprobiere. Ja, du hast gebettelt wie nix. Du hast mich 2 Tage immer wieder geweckt und mir gesagt, dass du auf das Ding willst. Das hat doch funktioniert. Oh, hab ich das echt so gesagt? Ich glaube, sie kriegt einen Tretroller. Dir ist klar, wie das klingt, wenn du das so sagst, oder? Er wendet sich kurz ab und gibt dir dann einen Klaps auf den Hinterkopf. Entschuldigung.
Ekelhaft, Schwesterherz. Ekelhaft. Warum? Wir teilen nicht dieselben Gene. Ekelhaft. Aber wir haben das Bett geteilt. Oh Mann. Ich kann es nicht lassen. Ich bin aufgekratzt. Du merkst es bestimmt. Egal. Ach, warum? Ey, zeig mal. Verstehe ich gar nicht. Stefan, zeig mal bitte den Wodka. Ja, hier. Er nimmt einen großen Schluck, ungefähr so viel halt, wie noch drin ist. Wischt sich dann etwas ruppig den Mundwinkel ab und meint, yo, jetzt kriegt die wenigstens nichts mehr. Das ist ein Gefallen, den ich euch getan habe, sonst hättet ihr euch die ganze Nacht genervt. Ist ein Argument. Und was ist mit mir? Wir besorgen dir eine neue Flasche. Das war meine Flasche. Was war denn mit Deep Sweet Weed jetzt noch die Rede? Ach so, scheiße. Sag mal, hier, Vlad, kommst du irgendwie noch an? Du hast du irgendwo noch einen Joint dabei oder so? Ich hab nichts mehr. Nein. Na? Nicht. Und Klamotten von mir müsstest du auch noch haben. Ja, aber nicht hier. Kann ich mir die abholen? Ja, oder ist das doch Wurst. Ich meine, mir wurde gesagt, hier, du bist ja eh die nächsten Tage hier, da kommen jetzt irgendwie drei Leute, zwei von denen kennst du, und der andere macht's klar. Und ja, ich hab hier eins gut. Nach dem anderen. Alter, du stresst immer. Pass auf, ich stress hier doch voll gar nicht. Tabak, hier hast du Pape, hast du irgendeine Verpackung, das muss als Tipp reichen, und da hast du das Weed, und dann machst du das, und dann gibst du mir das wieder. Und dann ist das endlich geklärt. Keine Bong oder eine Kavum oder sowas da? Nee. Na, oben ist eine Plastikflasche, kannst du gerne köpfen. Okay, einen Eimer machen. Machen wir einen Eimer für dich. Oh ja. Aber hier, so, ne? Was? Das ist nichts für kleine, dünne. Also, ich meine jetzt nicht mal dich, Sis. Ist nichts für zart beseitete. Musst du schon ein bisschen aufpassen. Das ist richtiges Gras. Das ist nicht irgendwie Tabak mit Marihuana-Geschmack. Das ist schon was Echtes, ne? Wie kommst du an das Zeug ran? Verträgst du das, Foxy? Wie wär's, wenn wir es versuchen rauszubringen? Rauszukriegen? Ah, das gefällt mir einigermaßen, denn Jojo wird dann die Bude wischen, falls du irgendwo hinkotzt. Ich muss nochmal los. Das macht übrigens Steppi. Steppi kotzt, okay. Nee, er wischt die Bude. Was? Ja, klar. Wir haben jetzt zum Glück saubere Handtücher, da geht das bestimmt super. Richtig. Den Shit gibst mir irgendwann mal wieder. Ich komme bestimmt morgen nochmal vorbei. Wie lange wollt ihr jetzt hier abhängen? Na, weiß ich nicht. Wahrscheinlich mindestens 1-2 Tage. Aber ich komme sowieso nochmal bei dir rum, um mir meinen Kram abzuholen, damit ich wenigstens irgendwie ein paar Klamotten habe oder so. Weil die müsste noch was rumfliegen, glaube ich. Ja, okay, bringe ich morgen mit. Oder so, wenn du eh vorbeikommst. Passt. Na, ich will bloß nicht, dass du mir irgendwie wieder... Ist egal. Dass ich dir was? Ich habe gerade irgend so eine dreckige Fotze bei mir rumliegen und ich habe keinen Bock, dass du wieder aufkreuzt und mir den Stich versaust. Das mache ich doch gar nicht. Das tust du jedes Mal und das wissen wir alle. Aber ich kann nichts dafür. Natürlich kannst du was dafür, du bist da und deswegen werde ich dir die Sachen vorbeibringen. Oh, warte mal. Du hast Sachen bei mir? Ja klar, habe ich Sachen bei dir rumliegen. Und die liegen bestimmt wieder irgendwo einfach auf dem Boden. Die müssten über der Lehne von deinem Sessel liegen. Keine Ahnung, irgendwo fliegt da auf jeden Fall noch was rum. Und wie immer hast du bestimmt die Schlibbern ganz oben drauf gelegt. Keine Ahnung. Sofort, von wem es ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich sie hingelegt habe, ehrlich gesagt. Also okay. Irgendwo in deinem Wohnzimmer, glaube ich. Da habe ich auf jeden Fall das letzte Mal gepennt. Das heißt, bei mir ist irgendeine Schlampe, die jetzt deine Unterwäsche... Oh, kann ich mir schon wieder abschminken? Scheiße, also kannst du mal deinen Kack mitnehmen? Warum? Genau aus solchen Gründen. Okay, ich bring dir morgen deinen Scheiß vorbei. Wenn du öfter mal aufräumen würdest, wäre das überhaupt kein Problem. Wie wär's, wenn du nicht dauernd irgendwie besoffen reinstolperst und deinen Scheiß bei mir liegen lässt? Das wäre voll unentspannt, weil ich dann ja das nächste Mal nicht besoffen reinstolper, aber am nächsten Morgen keine Klamotten mehr hätte. Okay, also morgen komme ich mit deinem Scheiß. Hol mir den Shit wieder ab und dann gucken wir weiter. Alles klar, mach's gut. Also dürfen wir das nicht leer rauchen? Ist ein relativ großes Plastikpäckchen, was er dir gegeben hat. Ich glaube, das schafft ihr gar nicht. Wie war nochmal der Name? Vlad.
Vlad, dank dir, Vlad. Was kriegst du denn für das, was wir dir wegrauchen hier? Ich meine, das, ne? Kostet ja Nguyen. Lass mal stecken. Dankeschön. Das ist immer noch besser, als wenn die Schwester bei mir irgendwie zu Hause rumhängt. Wollte ich noch irgendwas? Was soll denn das heißen? Dass du anstrengend bist. So, und jetzt. Ach komm, eigentlich magst du mich. So, ich Sonntagsfahrer, ja, gute Arbeit unten bei der Alten. Jo. Danke. Die wird sich bestimmt bedanken. Vielleicht kannst du ja einen Namen mit aussuchen. Yes! Und wir sehen uns. Mach's gut, sie umarmt ihn. Ob er will oder nicht. So. Jetzt kann ich eigentlich einen neuen Wodka gebrauchen. Sibylle setzt sich hin und baut. Genau. Erstmal irgendwo hinsetzen. Couch. Kinder ist auf der Couch. Gut. Ach komm, aber, Mann, da steht sogar eine Flasche. Aber wenn wir die Munchies kriegen. Strike. Vielleicht sollten wir erst noch wirklich Steppy, kannst du Wodka noch holen fahren? Eben nee, hier und steht da welcher. Guck mal, da vorne auf dem Couchtisch. Awesome. Und was ist für Munchies? Wir brauchen irgendwas wie. Ich weiß nicht, irgendwas Süßkram. Süßkram? Essen? Ich glaube, das ist nicht da. Das muss ich, glaube ich, besorgen fahren. Hätte ich doch sagen sollen, dass du die Schokolade mitnimmst. Na, ja, siehst du, egal, ich besorge ihm schnell was. Macht es euch mal gemütlich, ich komme gleich wieder. Ich krieg immer Munchies. Ich baue mal einen Schillung in der Zwischenzeit auf die Flasche. Ja, du Chris hast bestimmt später noch Bock auf Chips oder so einen Scheiß. Ich bringe das nach dem Süßen. Willst du immer was Salziges? Eigentlich ja, willst du immer süß. Was Salziges. Am Anfang hast du immer Bock auf was Süßes und dann frisst du irgendwie immer alles leer, was ich noch hab. Ja, das klingt nach mir. Und dann habe ich keine Chips mehr. Voll der Scheiß. Letztes Mal hast du mir sogar 2 Pizzen weggefressen. 2 Pizzen! Boah, hör auf, mir Hunger zu machen. Die waren klein. Ich bin ja auch klein. Egal, ich mache jetzt am besten mal eine Liste. Also, du willst Schoki, Chips und all so ein Kram. Steppy, was willst du haben? Wodka. Ich weiß, dass du Wodka willst. Willst du sonst noch irgendwas haben? Pizza willst du bestimmt haben. Ist hier ein Ofen? Pizza, ich weiß gar nicht, ob hier ein Ofen ist. Sie hüpft mal in die Küche, also so, sie wuselt mal in die Küche. Guck mal durch, was da ist. Ist da ein Ofen oder sowas, wo man eine Pizza machen kann oder eine Mikrowelle oder so ein Scheiß? Willst du mich verarschen? Irgendwie so einen blöden Mikrowellen-Scheiß-Pizza-Dingsbums-Back-Ding ist da bestimmt, oder? Die Leute, die dort leben, haben eine sehr, sehr unzuverlässige Stromzufuhr. Das sind Leute, die sich den Säubrei holen und ihn nicht erwärmen und Ravioli. Nicht mit Zusatzstoffen versetzen, sondern kalt fressen. Gut, Ravioli und ein Gaskocher. Klingt nach einer Idee. Gut, für den Hunger. So, alles klar. Dann, wir sehen uns später. Wenn ihr sonst noch was wollt, ihr habt meine Nummer. Pass auf mich. Pass dich auf. Was? Ich soll auf mich aufpassen? Worauf soll ich denn aufpassen? Auf dich. Ach, Quark, ich hab ne Knarre. So, passt. Bis denn. Sie läuft aus der Wohnung raus und fährt zum nächsten Dingsbums-Geschäft und besorgt irgendwie das, was auf ihrer Liste steht. Das könnte ich mir echt vorstellen, wie so going, going, going aus der Wohnung raushüpft. Ja, so ungefähr wird es sein. Ja, du besorgst den Krams, klar, ne? Ja. So, Sibi, was machen wir jetzt hier? Wir rauchen jetzt ein Eimerchen. Ich brauche jetzt einen Eimer. Und reich mir nochmal die Flasche Wodka gerade eben. Ich brauche noch einen Zug. Ja, hier. Er ist super geizig mit seinem Wodka. Ich meine, er gibt's ab, aber... Du kannst ja Jojo Bescheid sagen, wir machen die Flasche nicht leer, die kann ja noch eine mitbringen, dem Stuffer. Ja, den habe ich ja schon Bescheid gesagt, sie bringt ja was mit. Ah, gut, okay, gut. War ja ihre Aussage. Ja, Sibylle setzt sich dann hin, reißt bzw. schneidet den Boden ab von der Flasche, bereitet haben wir Aluminiumfolie oder irgendwas da? Ja. Wunderbar, dann mache ich schön Aluminiumfolie oben drauf und Löcher rein und Wasser in den Eimer. Und es ist auch scheißegal, was für Wasser das ist. Und dann wird Sibylle den ersten Eimer für Steppy hochziehen. Cool. Hier gibt's garantiert kein Tridio, oder? Wir können doch einmal gucken. Oh Gott, ist hier überhaupt Empfang? Es gibt Tridio tatsächlich, einfach weil die Matrix-Anbindung hier halt echt relativ evil ist.
Du hast theoretisch, ihr habt beide theoretisch auch die Möglichkeit, normal über Comlink-Verbindung AR-mäßig was zu gucken und auch zu machen, aber die Comlink-Verbindung ist halt echt schlecht, beziehungsweise Billys Bio-Verbindung ist auch nicht die beste. Also es ist halt nach wie vor unangenehm. Ich wollte gerade sagen, ja. Ich habe so ein 100-Euro-Ding, das es sendet, ist alles. Ich kann das Signal ein bisschen verstärken. Aber das war's auch schon für uns. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast ein besseres Signal als ich. Ja, ich was mit Maxen gucken. Irgendwas. Sport. Sport ist wäre gut, eine gute Idee. Boah, okay. Eishockey, gell? Ja. Ja, dann Moment. Hör, du siehst wirklich wie die Augen leuchten. Wunderbar. Dann schauen wir doch eine Runde Eishockey, dann schlagen sie sich auch noch ein bisschen die Fresse an, das lenkt ab. Genau. Scheiße, das war ein Ding, ey. Wir haben voll vergessen, Sachen zu machen. Ich habe vergessen, die Daten noch vom Comlink runterzuholen. Ah, scheiße. Wegen der SIN, wo? Ja, natürlich. Weil unsere SINs noch irgendwo drauf waren. Zieh mal den Eimer jetzt weg hier. Ja, bis er ist. Bevor der Rauch kalt wird, dann schmeckt's nimmer. Ganz ehrlich, ich habe keinen Schimmer. Okay. OT habe ich noch nicht mal annähernd. Ja, ich bin absoluter Anti-Raucher. Ich ja auch. Es knallt. Wie die Sau wahrscheinlich. Achso, es knallt, das knallt auch so. Ah, scheiße, ich sehe es kommen, ey. Ein schlechter Trip auch noch. Das wäre es jetzt. Nee, schlechten Trip gibt's hier gar nicht. Machen wir uns jetzt einen schönen Abend hier. Und Sibylle zieht sich den zweiten Eimer hoch mit einem frischen Mix drin und schiebt sich da auch den kompletten Inhalt des Eimers rein. Das alles zu den Klängen von den Moskauern Eisbären. Eisbären, genau, danke. Gegen die hilf mir nochmal. St. Petersburger Pinguine. Pinguine, ja. Ernsthaft? Okay, jetzt sind es die Pinguine, also das ist schon okay. Das ist ich wollte sie letztens aber auch die Pinguine nennen. Wirklich? Und die habe ich verboten? Dann sind es nicht die Pinguine, dann muss es gleich das Recht für alle sein. Dann sind das die St. Petersburger. Das ist auch egal. Okay, es sind die Pinguine, lass mich doch in Ruhe. Ach ja. Und übrigens, wie war das mit Marihuana und Paranoia und gute Mische. Ich sag doch, wir kriegen einen schlechten Trip. Das soll jetzt erstmal mich runterholen, das Zeug. Das wird es auch erstmal. Wunderbar, also gibt's einen Dämpfer. Wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, man ist in die spärlichen Sitzgelegenheiten vertieft und irgendwann kommt dann auch Jojo mit dem Zeug zurück und die beiden sind schon ziemlich breit. Wie eine Schrandbank. Hallo! Hi! Ich hab Essen mitgebracht. Ich seh's. Was gibt's? Alles Mögliche. Yay, das ist mein liebstes Essen. Ich wollte gerade sagen, Essen. Also, ich habe hier Gummibärchen, ich habe Schoki, ich habe Dom-Ravioli. Ein Gaskocher sogar, haha. Lass uns mal mit den Raviolis anfangen. Du willst mit den Raviolis anfangen, dann gibt's jetzt Ravioli für alle. So, ich gehe mal in die Küche und mach das da. Und es gibt keine Küche, das ist doch klar, oder? Ich stell das Ding mal hier hin und mach die Ravioli. Boah, guck dir das an, Feuer. Renn bloß nicht den Scheiß an hier. Na, einen Rauchmelder gibt's hier nicht. Ich renn garantiert heute nicht mehr. Du siehst auch nicht so aus. Oh yeah. Jojo macht Raviolis. Geile Sache. Shadowrun 2080, Gewalt, Sex, Drogen, Ravioli. Und Ravioli. Boah, es ist so actionlastig, ich glaube, ich scheiß mir gleich in die Hose. Ja, auf jeden Fall, du machst Ravioli.
Ich würde sagen, die Action liegt etwas zurück. Die Flammen züngeln an der Dose empor. Jojo, magst du einen Eimer? Mm-mm. Wie ne? Mm-mm. 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 Heute nicht. Morgen auch nicht. Ich hab doch gesagt, dass ich damit im Moment ein bisschen vorsichtig sein muss. Okay. Na, hast du doch mitgekriegt. Du hast es mir selbst, also ich hab's gesagt, aber du hast es selbst mitbekommen. Ich muss im Moment ein bisschen aufpassen. Wir müssen zum Doc noch mit dir. Ja, ja, passt schon. Oh Mann. Was haben wir da für einen Scheiß gebaut, Kinders? Notwendigen Scheiß. Aber wir haben uns eventuell da dicker reingeritten, als wir vorher drin waren. Das wäre scheiße. Mal gucken. Sibylle wird auch anfangen, jetzt nach im AR, soweit es gehen, natürlich funktioniert, anfangen, ihren typischen Medientrip zu bekommen und nach Informationen zu suchen. Nachrichten, alles Mögliche. Ich überlege gerade so ein paar Geburt. Es ist mittlerweile, ihr hattet ja sehr viel Adrenalin und ihr wart halt noch wach. Es ist jetzt mittlerweile schon so früh 7:30 des 8.1., um das nochmal zu sagen. Und ihr habt jetzt die News, die ich schon im Forum gepostet habe, da auch stehen. Mhm. Vielleicht kannst du sie für die Zuhörer nochmal zusammenfassen. Kann ich nicht, kann ruhig jemand von euch vorlesen, hallo? Oder zusammenfassen. Vorlesen? Na, oder zusammenfassen. Also es gibt Nachrichten, das steht schon mal fest. Okay, Sibylle wird die Nachrichten allen kundtun. Leute, da sind Nachrichten über uns. Geil, vielleicht, zeig mal. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Moment, wo war denn das? Und wo hat denn das der Trolli gepostet? Bei News, Gerüchte und so ein Scheiß? Nachrichten und Gerüchte, ja. Hammer! Okay, ich mach mal die kurze Zusammenfassung. Also, Terroranschlag in Yuzhnoi verübt. Eine Frau, eine Wachfrau von Parashield wurde brutal ermordet. Ein Mitarbeiter der Polizei wurde schwer verletzt. Ha, voll die Lügner, der ist überhaupt nicht schwer verletzt gewesen. Ja. So ein Trottel! Die zwei beiden orkischen Angreifer gingen mit schwerer Waffengewalt gegen das Gebäude an der Tschechowstraße vor und versuchten durch das Treppenhaus ein spezifisches Büro zu erreichen. Offensichtlich mit dem Ziel, eine Bombe zu platzieren. Sag mal, waren die überhaupt dabei? Die Terroristen wurden von einem Abschottungssystem glücklicherweise aufgehalten und konnten nur durch ein Fenster flüchten. Dabei wurde einer der Angreifer... Wieso zwei orkische? Der eine Typ war doch enorm. Jo. Voll der, die Lügner, ey. So, ich glaub, fucking Rassisten hier. Es geht gar nicht. Derlei Anschläge gehören leider zum Alltag unserer Stadt, doch die Aufklärung der Straftat durch Parashield lässt mehr als zu wünschen übrig. Ja, und da kommen wir. Augenzeugen berichten, dass nach dem Angriff der orkischen Täter 3 weitere Personen das Gebäude verließen, obwohl es komplett verriegelt war. Weiterhin wurde der Absturz einer Drohne gemeldet, was offenbar im Zusammenhang mit einem Hackangriff stand. Es ist zu vermuten, dass die Matrix-Angriffe mit Hilfe von Technomancern, oh Gott, durchgeführt wurden. Ah, gut, wenn die das glauben, ey, ist doch Wurst. Da sind wir aus dem Schneider. Ist nicht, wie, hallo? Was denn? Oh Gott. Tick-tack, tick-tack. Was denn? Sag bloß, du hast das noch nicht geblickt. Hä? Was willst du jetzt von mir? Du hast keine Ahnung, wie die Matrix funktioniert, oder? Na, was heißt keine Ahnung? Das, was man so halt für einen Hausgebrauch braucht. Was glaubst du eigentlich, warum ich weiß, dass deine verfickte Datenbuchse am Arsch ist? Weil du einen Comlink hast und ein entsprechendes Programm dazu. Und was glaubst du, warum ich zu einem verfickten Neurologen alle Nase lang rennen muss? Oh. Was glaubst du eigentlich, was Herbs ist? Agent. Geiles Programm. Keine Ahnung. Auf gut Deutsch. Du hast mir den Ton gesagt.
Weiter steht da, Sie können davon ausgehen, dass wir die Angriffe sowohl auf physischer als auch auf digitaler Ebene gründlich untersuchen und die Täter mit aller Härte verfolgen. Die Vermutung, dass Technomancer etwas mit der Furcht, mit den furchtbaren Taten zu tun hätten, oh mein Gott, ich bin drauf wie Sau. Jui. Hacking-Versuche von Technomancer hinterlassen spezifische Spuren. Da sagen sie die Wahrheit, die wir analysieren können, da wir digitale Erwachte beschäftigen. Jo, es ist äußerst schade, dass jede Straftat in der Matrix immer noch mit Technomancer in Verbindung gebracht wird und kann nur als rechtspopulistische Meinungsmache verstanden werden. Tatsache! Das stimmt leider. Die Gegenposition Horizons dazu lautet, Paraschiel scheint auch bei diesem Anschlag kein Interesse zu haben, die Täter zurückzuverfolgen. Erneut lautet unser Vorschlag, die Sicherheit von Gebäuden wieder in die Hand der Polizei zu legen. Konzerne, die anbieten, die Sicherheit von Gebäuden und Menschen zu übernehmen, leiden unter ihren eigenen Sparmaßnahmen. Für Paraschiel ist es zu teuer, die Täter zu suchen und zu stellen, weswegen schon davon auszugehen ist, dass der Konzern nichts unternehmen wird, darunter leiden nur die Bürger. Na gut, ganz Unrecht haben sie damit nicht. Die was Polizei nicht so kriegt schlecht aber finde. Auch nicht auf die Reihe. Allerdings, die stimmen wir zu, allerdings stimmen wir zu, auch Horizon hat einen sehr offenen Umgang mit Technomancer und tatsächlich müssten spezielle Signaturen am Tatort zu finden sein, die Technomancer-Aktivitäten nahelegen. Der Anschlag selbst war schlimm genug. Wir bedauern den Tod von Editor. Ach Quack, die Olle hätte sich eh bald zu Tode gehungert. Und sind der Meinung, dass Anti-Technomancer-Propaganda nur das Opfer von Frau Rajabov genau beschmutzt. Pff, Spinner. Die Position der Horizon Group muss allerdings hier angezweifelt werden, denn Augenzeugen berichten, dass drei flüchtige Personen nach einigen Stunden zuvor einen Besuch bei Jeanette Synergistic Games, einer Tochter von Horizon, unternahmen. Zusammenfassend ist die ermittelnde Arbeit der Konzerne stark in Frage zu stellen. Die Kooperation verschiedener Firmen scheint ebenfalls nicht zu existieren. Es stellt sich nur die Frage, wie viele Menschen noch sterben müssen und wie viel Sachschaden noch angerichtet werden muss, bevor die Zustände sich ändern. Das ist harter Tobak. Ist das nicht schon seit einer guten Dekade so oder sowas? Also... Was? Nicht sogar länger, war zwei 20 Jahre oder sowas. Was? Die, ja, hier, Staff, Polizei, nicht mehr Polizei, sondern Vereine hier, Bein bin ich breit. Outgames sind ungefähr 70 oder 60 Jahre, in denen Konzerne die Sicherheit übernehmen. Ja. 70. Ich dachte, es fängt jetzt 2050 an oder so. Okay. Nee, 30 war schon, hier in Seattle Dings dabei, Lone Star. Na, dann 50, Wurst. Weil wir sind jetzt 2030, 2080. Ja, Wurst. Anyways. Ich weiß, da ist. Okay, Berlin, du brauchst gar nicht so zu gucken. Pass mal auf. Pass mal auf. Du weißt, wie die Presseleute sind. Ich weiß, wie die Politik in Russland gegenüber Technomancern aussieht. Ich weiß auch, wie die Politik gegenüber Technomancern aussieht, aber pass mal auf. Die labern eine ganze Menge rum und hast du dir das scheiß Käseblatt mal angeguckt? Ich meine, natürlich fangen die da jetzt an, irgendwie rumzuspekulieren und Theater zu machen und was weiß ich nicht, was zu machen. Das machen die immer. Das macht dieses scheiß Blatt immer. Du kennst diese scheiß Zeitung doch. Ich habe so oft Scheiße in einem Satz gesagt. Das ist faszinierend. Egal. Auf jeden Fall, mach jetzt nicht zu viel. Ich meine, wir müssen bestimmt ein bisschen aufpassen, aber ich glaube jetzt nicht, dass die morgen hier vor der Tür stehen. Die können gar nicht vor der Tür stehen, weil sie, selbst wenn sie Signaturen von mir gefunden haben, was unwahrscheinlich ist, weil ich nur den Comlink von dem Typen gehackt habe. Und ansonsten war ich ja an dem Terminal direkt dran. Und die Drohne. Das ist ein anderes Thema, aber ich wollte da erst dazu kommen. Ah. Den scheiß Rigger. Wenn ich da tatsächlich einen Typen von Paraschild komplett weggenebelt habe und der einen Dampfschock bekommen hat, als ich ihn rausgeworfen habe, und der über die Wupper ist, dann werden die da wahrscheinlich sehr viel rein investieren, was da Sache war. Aber vielleicht ist er das ja gar nicht. Ich denke aber, dass Horizon der Typ nicht gegen uns ausplaudern wird, wo wir waren, bei Krillin, Kili, Kilimanjaro-Typ. Kirill, genau, Kirill, der Typ von Synergetics. Ja, das war Kirill. Ja. Der kann sich nicht, der wird Probleme haben zu erklären, warum Leute in dem Gebäude drin waren. Aber hat jemand gesehen, ob das Comlink von der Alten am Arsch war?
Nee, ich hatte Augen auf die zwei Drohnen, die in unsere Richtung geguckt haben. Mann, kann aber Scheiße. Gut sein, dass das zumindest was abgekriegt hat. Wird das irgendwie in Logs gespeichert oder was? Das Ding ist, mir geht's überwiegend darum, wir haben unsere Sins abgegeben, als wir unten rein sind. Das heißt, ich zumindest habe meine Sinn da drin. Oh, da war was. Und wenn das Comlink am Arsch ist von der Alten, dann habe ich gute Möglichkeiten, dass nichts passiert. Wenn aber das Comlink nicht am Arsch war, dann haben die rein theoretisch unsere Daten, wer alles rein ist, zur besagten Stunde. War das deine echte Sinn? Das ist die Sinn. Ja. Ja, fuck. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht glücklich über meine, dass meine Sinn tatsächlich über die Wuppe gehen könnte. Was man vielleicht mal nachgucken könnte, ob die so vorstellen. Nee, wie willst du das nachgucken? Wir können da jetzt gar nichts mehr nachgucken. Das ist doch schon alles vorbei und weg. Also wenn, dann haben die den ganzen Kram jetzt eingesammelt. Nein, ich meinte was anderes nachgucken. Ob da schon irgendwas drauf ist oder so. Noch geht da gar nichts. Ich kann jetzt höchstens mal meine Kanäle anfluffen und schauen, was Sache ist mit was in den normalen Foren los ist. Also sprich in meinen, es gibt da gewisse Havens, wo man sich schlau machen kann, was Sache ist, ob es da irgendwelche, ich meine, das geht jetzt wie ein Lauffeuer rum. Gerade spezifisch in der Szene. In Russland bezüglich der Politik wird es da auch wieder unheimlich viel Wind geben. Warte erstmal ab. Von die Bauschnasse jetzt zum Terroranschlag hoch. So fällt es doch nur effektiv nach einer Person. Moment, wenn du dir mal diesen Typen da anguckst, dann weiß ich nicht, ob das ganz ungerechtfertigt ist. Also ich meine, überleg mal, da kommt so ein Riesenschrank rein, weißt du, und der ballert der einen erstmal das Hirn weg. Entschuldige, Billy. Das war der andere tatsächlich sogar, wa? Das war auch der Typ, dieses, das war auch dieser, dieser Trottelkopf. Ja, nennen wir ihn Trottelkopf. Ja. Und der Ork. Wow. Und der Trottelkopf hat die Typen über den Haufen geblasen. Der Ork wollte eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, subtiler vorgehen, sagen wir es mal war so. War das nicht der mit Frauen brauchst du nicht schlagen, die brauchst in die Ecke schuppen reicht? Genau. Stimmt. Genau. Und darum ist mir der Typ auch voll sympathisch. Also prinzipiell im Vergleich zu dem Trottelkopf. Ach so? Also im Vergleich. So einer bist du. Was? Nein. Aha. Ja. Jetzt kommt's raus, Steppi. Hast du uns vielleicht noch mehr zu sagen? Irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht. Was? Nein. Nein, ja, nee, ja, jetzt versuchst du dich rauszureden, oder was? Klar. Du bist so ein Wichser. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Was denn? Ja. Überlegst du eigentlich auch mal vorher, bevor du irgendwas sagst? Oder ist das bei dir irgendwie so, keine Ahnung? Genau, ist drauf, ja. Mensch. Stotter, sei mal nett zu ihm. Er hat was geraucht, verdammte Hacke. Der ist drauf. Ich verarsche ihn doch nur. Schick den mal nicht nach Tokio jetzt. Das ist voll gemein. Ich verarsche ihn doch nur. Nächstes Mal, wenn du einen am Tee hast, dann kriegst du das gerade zurück hier. Krieg ich doch sonst auch immer. Steppi, ich hab dich gerne. Das war nur ein Scherz. Entschuldigung. Danke. Ich euch auch. Ich will euch nicht einfach in die Ecke schuppen. Komm mal mit deinem Kopf hier auf meine Brust drauf. Leg dich mal hier hin und entspann dich. Grins. Und Gruppenkuscheln, wir müssen, oh Gott, ich glaube, ich schlaf gleich ein. Das ist doch gut, dann schlaf halt. Dafür war das Ding ja da, damit du runterkommen kannst. Ich lass noch einen Classic-Tritt laufen, Kinas. Auch gut. Ist hier überhaupt ein Tritt? Einmal im Kopf. Ach so. Ja, ich glaube, wir hatten sogar einen Tritt. Ja, Tritt war da. Genau. Funktioniert der überhaupt? Ich glaube, der ist kaputt. Das funktioniert besser als den Empfang, den wir haben. Also mach nicht alles kaputter, als es ist. Ich mache überhaupt nichts kaputt. Jo.
Ja, okay. Genau. Schlafen. Schlafen ist eine gute Sache. Ja, schlaft mal. Flumi, Jojo ist auch ziemlich müde. Es ist halb acht. Ich weiß, dass sie müde ist. Ich weiß, dass sie müde ist, aber sie ist gerade irgendwie der Meinung, dass sie jetzt gerade noch nicht schlafen könnte, was sich ganz schnell ändert, wenn sie sich wirklich irgendwann mal hinsetzt. Nur Moment. Das ändert sich? Ändert. Ach so. Genau, ja, sie läuft noch ein bisschen durch die Wohnung und macht noch ein bisschen Krams und spielt noch ein bisschen mit ihrem Jojo rum. Irgendwann setzt sie sich dann aber wirklich, weil man könnte ja mal ganz kurz die Augen zumachen und pennt dann wahrscheinlich ein. Wie das immer in so der Tat. Ist. Auf irgendeinem Sessel oder was auch immer da ist. Die Beine angezogen, sie ist ja klein. Ist auf jeden Fall die bequemste Schlafposition, die man sich vorstellen kann. Noch besser ist, das ist wirklich wunderbar, dass ihr so um acht seid ihr alle eingepennt, der Jojo noch ein bisschen später, Jojo vielleicht so gegen halb zehn und 10:30 Uhr klingelt lauthals Jojos Comlink und auch Sibylle, Sibylle hat einen Comlink, auch Sibylles Comlink. Ja, hat sie. Das ist ein Gruppenanruf von Alisa. Alter. Ich muss kurz noch anmerken, Alisa ist eine junge Frau, die beiden kennengelernt haben, bei dem Silvester sich abschießen und die sie gefragt haben bezüglich des Einbruchs, der ja super gelaufen ist, um da ein paar Infos halt zu kriegen. Und die weiß natürlich nicht, dass die beiden Damen da kriminell verwickelt sind. Was, weiß sie das? Nee, das weiß sie nicht. Gut. Oh, fuck. Hallo? Diesmal hab ich euch geweckt. Das tut mir leid, aber es ist schon das ganz schön spät. Das tut mir überhaupt gar nicht Kurz. Leid. Ich wollte gerade sagen. Morgen. Morgen. Guten, Moment. Von dir, Jojo, hätte ich eigentlich erwartet, sowas wie einen wunderschönen guten Morgen oder so, aber ist anscheinend gerade nicht. Kriegst du gleich. Was gibt's denn? Ihr hattet mich ja gefragt, wegen hier irgendwie bei Synergistic Games Anfragen und so. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt schon eine Antwort hattet. Aber es ist einfach so, dass, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da gab es irgendwie einen terroristischen Anschlag oder so. Also es ist echt furchtbar. Irgendeine Frau wurde da erschossen und ein Polizist wurde schwer verletzt und, weiß nicht, innere Blutung. Also auf jeden Fall total krass und ich nehme an, dass die da jetzt irgendwie die kleine Bude da vielleicht erstmal dicht machen, weil man ja nicht weiß, ob da nochmal was ist oder ob da jemand wiederkommt oder sowas. Und also vielleicht ist es besser, ihr wendet euch irgendwo anders hin, wenn ihr da Kontakt kriegen wollt. Okay. Gibt ja ein paar von den Programmierstuben. Wow. Ja, voll nett, dass du dich Was ist denn da passiert? Hast. Dankeschön. Scheiße. Nachrichten? Zenit hat da einen längeren Bericht veröffentlicht. Da sind irgendwie zwei Orks hin und haben halt die Frau erschossen und wollten da wohl irgendwie was in die Luft jagen oder so. Okay. Und einer von denen ist tot, aber das weiß ich doch nicht, weil halt sie was in die Luft jagen wollten. Der eine ist anscheinend auch noch entkommen. Oh, so ein Scheiß. Ja, das wollte ich auf jeden Fall sagen. Also soweit ich weiß, ist da doch zwar niemandem was passiert, jedenfalls von uns halt, von Horizon, aber ich nehme an, dass die da auf jeden Fall auch bestimmt alle geschockt sind. Also ich weiß nicht, ob die sich jetzt bei euch melden werden. Okay. Voll lieb, dass du angerufen hast. Dankeschön. Danke, Sunny. Ich bin jetzt schon ein bisschen schadenfroh, weil ich euch jetzt wecken konnte, ne? Ich merk's. Ihr sollt nicht immer so spät ins Bett gehen. Oder und wir früh. Wollten noch. Who is so ein schlechter Mensch? Und wir wollten irgendwann noch ganz jungfräulich partien gehen, erinnert euch. Ja, und nicht heute. Ja, nicht heute, das merke ich schon. Nee, irgendwann nächste Woche, nächsten Tage, keine Ahnung. Tja, man muss. Es hat ja auch keine Eile. Ich habe ja noch ein paar Monate, bevor ich da nicht mehr laufen kann. Und meine Füße aufquellen. Und ich dauernd aufs Klo muss.
Wir sprechen uns bestimmt nochmal. Und die Hämorrhoiden nicht vergessen. Hör auf mit deinen Hämorrhoiden, Fox. Du wirst, ich krieg keine Hämorrhoiden. Du wirst noch sehen, wenn es dir alles auf den Beckenboden drückt, wie du schön unten den Kohl am Arsch kriegst. Aber sie ist das positiv. Lass ich behandeln. Sie ist positiv. Ich hab gehört, Männer stehen auf schwangere Frauen. Na, da werde ich sehen, ohne ob Hämorrhoiden. Ich da dann Bock drauf hab. Hä, ob hast du was denn? Hast? Ob ich da dann überhaupt Bock ist? Das kümmere ich mich darum, wenn es soweit ist. Das dauert alles noch Ewigkeiten. Dann kriegst du vielleicht einen Papa dazu. Ich was ist denn mit dem Barkeeper? Ist, genau. Genau, mit dem. Nee, der war es nicht und der weiß auch nicht, wer es war. Oh. Hat er da nicht Stammgäste, wo man das rauskriegen kann oder so? Ihr habt mich alleine in ein Taxi gesetzt. Ich weiß nicht, wo ich noch. Hey, du bist der Taxifahrer. Oh Gott. Und Taxi. Oh Gott. Und Taxi? Nee, es war schon mit Taxifahrer. Vielleicht war es nicht der Taxifahrer. Nee. Oh, oder du bist doch nicht nach Hause gefahren Beep. Und noch woanders. Jetzt redet sie nicht mehr mit uns. Schlaf, Jojo, schlaf. Passt schon. Du schnarchst, Billy. Mir nee, egal. Okay. Sie schnarcht ladylike. Vor allem mit Stefan auf der Brust. Ich glaube, der auch rum. Ich glaube, A, gibt's Schlafbewegungen und B, kann Billy in diesen fetten, schweren Ork auf keinen Fall die ganze Zeit auf ihren Brüsten balancieren. Das tut mir sehr leid. Na. No. War ein Versuch. Man schläft wieder ein. Ja, ich wollte nur mal kurz eure Charaktere ein bisschen nerven. Pennt so lange, wie ihr wollt. Das ist überhaupt kein Problem, Jojo sieht gerade aus wie ein zusammengerollter Hundewelpe. Hat auch etwa die gleiche Größe. Bitte? Hat auch etwa die gleiche Größe. Ja, eben, deswegen sprach ich das gerade an irgendwie, weil sie einfach genauso groß ist. Nee, passt schon. Irgendwann wird man wieder aufwachen. Zumindest Jojo wird das tun. Die schläft nie so lange. Okay, Standard, schlechter ist Erwitz. Ihr erwacht. Yeah! Den kannte ich tatsächlich noch nicht. Und kochen Kaffee! Also, Jojo wird es tun. Auf dem Gaskocher. Naja, also was es tatsächlich in der Wohnung gibt, das ist sich, das ist so ein Pulver, das kippst ins Wasser und das dann quasi selbst aufkochen. Da ist also irgendeine völlig ungefährliche Chemikalie drin, die das dann irgendwie warm macht und das schmeckt dann nach. Also Scheiße. Manche bezeichnen das als Kaffee und da ist Koffein drin. Gut, das reicht. Alles ist künstlich, außer das Koffein. Genau so ungefähr. Ja, es gibt Kaffee. Jojo trinkt Kaffee. Sie wird die anderen jetzt nicht bewusst wecken, aber wird zumindest irgendwann irgendwie wahrscheinlich sogar mal aus der Wohnung rausgehen, weil, keine Ahnung, nervig immer nur drin zu sein und den anderen beim Schnarchen zuzugucken. Ja, das war dann unsere erste Folge White Russians. Danke fürs Zuhören an der Stelle. Wir möchten nochmal ein paar Worte zum Ausklang der ganzen Episode jetzt hier bekannt geben. Wir möchten einmal sagen, danke an Tops, die Firma, die die Rechte an Shadowrun und sämtlichen, Markenzeichen in dem Zusammenhang beinhaltet bzw. besitzen. Wir bedanken uns auch bei Ivan Ivanovic und den Kremlkrauts, die über ihre freien Kanäle das Ganze, die Intro- und die Outro-Musik angegeben haben. Das ist also Soundcloud. Wer sich das gerne mal anhören möchte, der kann natürlich auf die Seite gehen auf soundcloud.com, die Kremlkrauts sich dort mal anhören. Die machen ganz witzige Musik. Das sollte natürlich hier an der Stelle erwähnt werden, dass das Ganze unter der Common Creative License läuft. Das heißt, ihr dürft gerne euch Stücke aus dem Ganzen rausschneiden, dürft die gerne bei euren Podcasts oder bei euren Projekten verwenden und dürft auch gerne jederzeit dann unsere Namen mit dabei erwähnen, denn das gehört dazu bei den Creative Common Licenses.
Auch unser Dank geht natürlich weiter an Hidden Grid und an die Leute von Plüschgranate, die einen sowohl als auch beide Gruppen extrem gute Arbeit leisten bezüglich ihrer Podcasts rund um Shadowrun-Thema. Wer es nicht kennt, auf jeden Fall solltet ihr euch das mal anhören. Ist extrem gut gelungen, sowohl Plüschgranate in Deutsch als auch Hidden Grid auf Englisch. Man kann es nur weiterempfehlen, haben mittlerweile sehr viel rausgebracht, beide Gruppen, und definitiv ein Spaß, sich das immer mal anzuhören. Wir hoffen natürlich, wie gesagt, dass ihr unseren Podcast auch irgendwie unterstützt. Auf YouTube gibt es einen Like-Button. Klickt den doch mal an. Wäre schön, dass wir ein bisschen Feedback von euch bekommen. Negativ wie positiv. Wir versuchen permanent die ganze Sache zu verbessern, wie es halt sein sollte. Und an der Stelle auch nochmal ganz wichtig anzumerken, wir sind keinerlei Gruppen oder politischen Gruppierungen frönend. Wir machen einfach nur Rollenspiel, haben Spaß dabei. Und das kann manchmal ganz gehörig ruppig zugehen, soll aber in keinem Fall irgendwelche Leute oder irgendwelche Parolen unterstützen. Hat also keinerlei Sinn, irgendwie sich Gedanken drüber zu machen, was wir hier blubbern. Einmal stellen wir uns Moskau und Russland halt in 2080 genauso vor, und der Off-Topic-Talk, der halt stattfindet, ist auch wiederum eigentlich nur Fates und dummes Gelaber, und wahrscheinlich auch eine Menge Alkohol spielt damit hinein. Ansonsten wird es jetzt über die Weihnachtsfeiertage wahrscheinlich etwas ruhiger werden und dementsprechend wird es keinen Podcast dann geben. Die zweite Episode wird demnächst hochgeladen werden ebenfalls. Dann gibt es weiter nochmal das Versteckspiel mit Stefan, Jojo und Sibylle und unserem lieben Spielleiter Troll Ballerina. Und sobald dann quasi die zwischen den Jahren Episoden fertiggestellt werden, werden wir die auch umgehend hochladen. Und in diesem Sinne wünsche ich allen eine geruhsame Zeit jetzt zwischen den Jahren. Frohe Weihnachten, frohes neues Jahr, guten Rutsch und ja, ne? Macht euch mal dann und wann einen frischen White Russian und genießt ihn. Bye!